Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und willkommen, ja, zu einem kleinen Special. Nicht irgendeins, ein 500-Abonnenten-Special. Heute mit meiner Frau Käppchen Hallo. und meiner Wenigkeit natürlich dem Nobody. Dem streng guckenden, konzentrierten Nobody. Ja, ihr Lieben, das ging extrem flott. Ich hatte erst ein Special gemacht und ja, was? Ihr seid echt verrückt. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, dass ich auf einmal so viele Abonnenten bekomme. Ich habe eigentlich mein Let's Play so, wie es ist, beibehalten. Ich habe nur ein bisschen das Design von meinem YouTube-Kanal verändert. Aber gut, es freut mich. Ich will mich nicht beklagen, auf jeden Fall. Ihr Lieben, ja, wir sind in einem anderen Game und das ist, Schatz. Yay, Ark. Also es ist nicht Ark bei uns, es ist Ark das Spiel. Genau. Ark Survival Ascended und nicht die Wolf. Und ich muss sagen, die Grafik und meine Frau sehen gut aus. Meine Frau sieht immer gut aus. Auch in Real Life beste Grafik, Hochauflösung. Da kommt das Spiel nicht gegen an. Aber hier gibt es schon ein paar Unterschiede im Spiel. Na? Vielleicht werdet ihr ein bisschen mit der Performance so ein bisschen haklar bemerken. Ich muss noch ein bisschen was einstellen. Aber ich finde die Grafik richtig gut. Weißt du noch, wann ich das Spiel entdeckt habe, Ark? Ja, durch die Let's Wann? Player. Achso, Wann? wann? Oh je. Kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten. Ah, okay. Und Ja. durch die Let's Bear, wie du sagen warst? Ja. Ja. Genau, ZOS Gaming, genau. Richtig. Ja, wir haben uns das oft angeguckt. Und wir fanden das Let's Play von ZOS Gaming richtig schön. Deswegen hat es uns auch sehr gefreut, als ZOS Gaming hiermit wieder quasi neu angefangen hat. Das Intro fanden wir auch schön, wo nochmal der Rückblick von 2015 war. Unbekannterweise Grüße an ZOS Gaming. Ihr kennt uns ja nicht, aber wir finden eure Let's Plays toll. So, Genau. das wollte ich gesagt haben. Ja, für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, wir spawnen irgendwo in der Pampa, in einer mysteriösen Welt, wo es so manche prähistorischen Viecher gibt, wo man aufpassen muss. Die wollen eigentlich nicht nur streicheln, die wollen auch ein bisschen mehr. Ja, also ich wurde schon ein paar Mal in den Allerwertesten gebissen. Und das gilt, tun nicht zu vermeiden. So. Oh, jetzt gab es einen Ruckler. Oh. Deswegen haben wir jetzt nicht direkt losgelegt, weil wir waren die größte Zeit am Wegrennen. So, wir haben uns erst schon mal hier ein paar Wände hochgezogen, dass nicht alles direkt an uns kommt. Ja. Der letzte Raptor, der sah sehr überzeugt aus, dass er direkt hier durchkäme. Zum Glück konnten meine Frau und ich ihn ja kalt machen. Ja, gegen Tod von oben sind wir noch nicht so geschützt. Ja. Denn wir sind noch Low Level. Kurz erklärt. Wir haben hier so einen schönen Kristall im Arm. Wenn wir jetzt I oder V drücken, gucken wir da rein und sehen dann so, was geht. Wir können Sachen aufsammeln, wie ihr seht, wie in den meisten Survival Games. Hier sehen wir die Stats, die wir verbessern können. Ich habe da schon ein bisschen was gemacht. Wir skillen halt hoch. Ich bin jetzt schon Level 19, was nicht so schlecht ist. Und ich gehe dann meistens immer auf Gesundheit, Ausdauer erstmal. Nahrung so runter. Uiuiui. Jetzt war ich erst am Gucken. Dann bekommt man auch diese Engrampunkte. Da können wir uns Sachen freischalten. Ich bin noch am Gucken. Ich sammle noch ein bisschen und schauen wir mal. Ich freue mich, dass wir bald auf Holz gehen können. Dann sind wir schon mal geschützter als jetzt. Da fühle ich mich deutlich wohler. Oh. Stell dich mal so halb und das. Keine Ahnung. Wir müssen das Dach auf jeden Fall noch erweitern. Dafür brauchen wir sehr viele Fasern etc. pp. Ja, Gut, richtig. Essen ist sehr essentiell. Essen und Trinken. Beeren geben einen meistens beides so in etwa. Ja. Ach so, ich habe auch viel Fleisch dabei. Viel, viel Fleisch. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich das schon bauen? Hopp, 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 hopp. Sehe ich nicht. Freistellen.
Holz. Are you serious? Ich brauche. Naja, dann. Ich habe die Finchert. Geh Ja, mal aber auf. es ist schon quasi gecraftet, nicht gecraftet, sondern als Punkt vergeben habe, weißt du, das auch schon hast, ist der Kochtopf. Ja, habe ich auch schon gemacht. Gut, okay, und jetzt mal. Alles gut. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal, dass ich jetzt erstmal arg zocke. Ich kenne es jetzt, wie gesagt, nur von den Let's Plays. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich freue mich riesig drauf. Ja, habt ein bisschen Nachsehen, wenn ich einiges noch nachfragen muss bei meinem Mann, weil ich überhaupt noch keinen Plan habe, wo was ist mit tastaturmäßig und so. Ja, aber es wird, sagen wir es mal so. Da kann ich dich beruhigen. Schatz, Ja. mir geht es in etwa genauso. Na gut Weil die Tastaturbelegung finde ich ein bisschen eigen. Man kann das ja sehr wahrscheinlich auch umändern, aber gut, jetzt habe ich Inventar E, Verarbeitung, ja, okay, V. Ich hätte gerne so einen Slot generell gehabt, dass ich so switchen kann. Kann man, glaube ich, auch sogar hier oben. Kosmetika, Herstellung, bumm, bin ich drin. Gut. Aber wenn man dann aus Versehen an die Tasten kommt, denkt man, warum? Ja. So, Stapel teilen. Ich nicht. Probieren. So, probieren. Vorsicht, nicht ins Feuer laufen, ne? Da bist du. Ah ja. So, ich habe jetzt mein Inventar zum Beispiel geändert, nicht auf I, sondern ich werde es auf den Tab machen. Okay. Dass ich da so ein bisschen besser klarkomme. Ja, ist für mich einfacher. Weil wir auch andere Spiele spielen und da ist überwiegend das Inventar mit Tab zu erreichen. Wie komme ich denn? Komme ich denn da rein? Oh, draußen ist Action. So, ich habe alle unser Fleisch hier reingepackt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Okay. Achso, ich habe, glaube ich, auch noch Fleisch. Das sollte ich auch mal reinpacken. Okay, das war dort, glaube ich, oder? Ja. Okay, hat's erledigt. Okay. So, zwei. Wir haben Eier gefunden, beziehungsweise ich habe Eier gefunden. Ja. Machen wir mal Okay, das das hier ist auch weg. gut. Nein, ich habe sie gegessen. Oh nein. Nein, Ich warum? dachte, ich könnte die platzieren. Na egal. Irgendwelche Eier gegessen. Nom, nom. Gut, ihr Lieben. Das hier ist jetzt nicht irgendein Special. Das hier ist dann auch so ein bisschen der Beginn von einem neuen Let's Play. Ja. Das wird ein bisschen später kommen. Wir spielen ja derzeit noch Raft, meine Frau und ich. Genau. Und dann nähern wir uns auch langsam dem Ende. Was schade ist. Und ich habe auch Lust, wirklich mit meiner Frau zu zocken. Jetzt nicht nur mit allen anderen in Valheim etc. pp. Und ich habe wirklich Lust, Ark zu spielen. Und ich weiß nicht, ob wir das auch so machen, dass wir Ark ein bisschen mehr bringen werden. Wir haben ja derzeit zwei Folgen Raft die Woche. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich dann sage, wir tauschen den Slot Ark und Valheim, dass dann drei Folgen Ark kommen und zwei Folgen Valheim. Und ich weiß es noch nicht. Wir müssen schauen. Ja. Auf jeden Fall, auf Ja. dieses Spiel habe ich auch einen riesen Bock. Ja, Wir. wir können halt bei uns nur gucken, wie wir es zeitlich schaffen mit Aufnahme. Genau, das ist Weil unser halt V-Life geht vor. Das ist richtig, klar. richtig, richtig, richtig. Das ist selbstverständlich. Ne? Jetzt, das wird wohl eine bisschen längere Folge werden und dann werden wir sehen, wie wir das machen, wenn wir das aufnehmen regelmäßig. Ich vermute auch, dass wir so 20, 25 Minuten die Folge machen, keine Ahnung. Ne? Je nach Spannung, Spaß und Spiel. Genau. Und ich komme hier immer noch nicht dran. Was mir als erstes hier auffällt, ist, die Nächte sind sehr lang. Ja. Muss ich sagen. Ach, da oben kommt, glaube ich, was raus. Was? Die Sonne, meine ich. Ich glaube, er ist der Mond. Oder ist der Mond jetzt erst? Oh. Ach du je. Das ist halt schön bewölkt. Und die Ja, Wolken haben stimmt, schon so ein stimmt. kleines Tempo, wenn man die mal beobachtet.
So, nochmal zum Game. Also das Game ist uns seit 2015 bekannt und die Verhübschung, wie ich es nennen könnte, weil früher hieß es ja Evolved, jetzt ist es Ascended, habe ich dann auch letztes Jahr entdeckt in der Elternzeit. Habe mir dann abends ab und zu, wenn man denn mal konnte, beziehungsweise nachts hier ein paar Folgen nochmal angeguckt, besonders hier von das Gaming. So, und da habe ich echt Bock bekommen. Habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich hier nochmal anfange, bin ich gerne arg auf der Liste. Und da musste ich nicht lange warten. Da hat meine Frau gesagt, yo, machen wir. Genau. Okay, also ich glaube, ich habe es verbockt. Ich habe auch schon mal arg gespielt, aber das ist auch schon so 9 Jährchen her. Damals, wir hatten immer Probleme mit den Rechnern, die wir hatten. Wir hatten keine NASA-Rechner, ja. Und damals brauchtest du wirklich einen NASA-Rechner, damit es einigermaßen lief. Ne? Dann ja. Kamen auch ein paar Updates, dass es besser wurde, okay. Ne? Aber dann war nur mein Notebook in der Lage, das zu spielen. Das Notebook meiner Frau hat gesagt, mach Tetris an. Genau. So, und alleine hatte ich dann nicht so Bock gehabt. Ich war ein paar Mal auf anderen Servern unterwegs. So, einmal war es lustig, da wurde ich von jemandem angegriffen, der hat nur nicht gewusst, dass ich eine Armee von Dodos und Parasauriern hatte. Ich erinnere mich da sehr gut dran, 4 Parasaurier und, boah, wie viele Dodos waren es, 1 Dutzend? Ja, er wurde platt gemacht von verärgerten Haustieren. War lustig. War weniger lustig, als danach einer mit dem T-Rex kam und einmal so abgemacht hat, alles weg war. Ja gut, es ist ein Geben und Nehmen. Und wir werden das erstmal so, so starten. Hier, heute. Ne? Und wenn wir das Let's Play richtig starten, fangen wir nochmal von vorne an, würde ich sagen, oder? Was meinst du? Ja. So, ja. Und vielleicht holen wir uns dann auch einen Server direkt dafür. Und wenn ihr Ark möchtet, also liebt, ne? Mögt, ich wollte mögt sagen, aber liebt, weil das Spiel ist schon mehr als mögen, das ist richtig geil. So, dann könnt ihr euch ja gerne mal melden. Dann können wir vielleicht auch so ein kleines Community-Projekt draus machen. Ne? Dass meine Frau und ich so ganz eigentlich wie zur Gaming, das hat uns damals sehr gefallen. Fanden wir toll, erstmal so unser Ding machen und im Hintergrund die Community ihr Ding macht. Dann ab und zu gemeinsame Events. Das wäre richtig toll, würde uns gefallen. Natürlich müssen wir nicht immer getrennt sein am Server. Wir können auch so mal was zusammen machen, einfach just for fun. So, nur. Wir sagen das schon so mit Community auf der einen Seite, wir auf der anderen, weil wir müssen halt mit der Aufnahmezeit gucken. Wir können jetzt nicht sagen, wir können heute so und so viele Stunden aufnehmen. Na, das geht nicht, weil unsere Chefs rufen uns dann und sagen, Mama, Papa, kommt sofort hierher. Genau. Wir können auf einmal nicht mehr schlafen. Dann müssen wir zu unseren Chefs. Genau. Und das ist dann selbstverständlich. Ja. Gut, nicht lang schnacken. Also ja, die Nacht ist ja lang. Schnellreise. Schlafsäcke sind gelegt. Wollen wir mal versuchen, uns hinzulegen? Wäre das vielleicht. Ich muss gestehen, ich habe keinen Plan, ob das geht. Ich glaube nicht. Du kannst ihn nur zum Schnellreisen benutzen, soweit ich weiß. Ne? Da haben wir auch das Problem, wenn wir auf dem Server sind. Ja. Dann ist das alte Problem, müsste jeder sich hinlegen können. Ne? Aha. Ah. Ich Inventar öffnen. Wie war nice. Schatz? Ja? Warte mal, wie mache ich das? Lalalala. Mit teilen, halbieren. In der Kiste hast du Steak. Gönn dir. Ah. Okay. Gönn dir. Schmeckt besser als die rohen, unbekannten Eier. Lecker. So, ui, das pusht die Nahrung hoch. Kann ich die irgendwie stacken, dass ich nicht so viele habe? Rechtsklick drauf, dann also teilen und dann kannst du halbieren oder keine Ahnung. Muss dann auswählen, wie es dir lieber ist. In Ark, für diejenigen, die das nicht wissen, hat man auch so seine Mimimi-Phase mit Kälte, Hitze etc. Deswegen in der Nacht, besonders in der Anfangszeit, könnte man sich mal neben das Lagerfeuer stellen. Ist nicht so verkehrt. Und ich muss mal gucken, ich habe das nicht so in Erinnerung, dass die Speere so extrem schnell kaputt gehen. Also eben 2-mal auf den Dodo einge... Ne, und ja, Speer sagt, bumm, kaputt.
So, ich muss auch mal hier gucken, ein paar Sachen wieder reinlegen. Können wir gemeinsam an die Kiste, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Du bist ja gerade dran, ich probier's mal aus. Bist du noch dran an der Kiste? Ja, bin ich. Es geht, können gemeinsam, ist gut. Okay. Das ist schön. Wir müssen auch eh gleich noch eine zweite Kiste bauen, denn, was fehlt mir denn? Was fehlt mir denn? Kiste, ich brauche nochmal Stroh und Holz. Brauche ich nochmal das Doppelte. Ich liebe es. Ja, man kriegt halt mit der Axt das Holz von den Bäumen. Das ist logisch. Man kriegt aber, glaube ich, auch Stroh und Fasern mit der Picke, wenn man auf die Bäume einschlägt. Ne? Das ist okay. Ganz unterschiedlich gewesen. Das war so ein kleiner Trick damals, den man dann herausgefunden hat. Aha. So, es wird Tag, mein Schatz. Ja. Es macht die Sache nicht sicherer, kann ich dir versichern. Nee, nicht wirklich. Wenn ich wieder hier in den Wald gehe, habe ich wieder den Raptorenwald. Hätte ich das vorher gewusst. Ihr kennt mich, ich hätte es trotzdem gemacht. Ich komme auch mit raus. Wir brauchen ja noch einiges an Rohstoff, was wir fahren müssen. Ja, einiges in der Tat, weil die Rohstoffe hier, die gehen ziemlich schnell weg. So, Tür zu und auf geht's. Wer, wollen wir uns das ein bisschen aufteilen? Einer Holz, einer Stein? Stein kannst du ja fast vor der Tür kloppen, ne? Ja, ja, genau, deswegen mache ich Stein am besten. Genau, aber halt die Augen offen. Ja, mach ich. War ich das oder kommt ein T-Rex da? Huhohoho. Das ist der Angstmoment, wenn, wenn die Bäume wackeln. Da denkst du nur, nein. Und entwickelt so eine gewisse Menge an Respekt. So, jetzt habt ihr es gesehen. Neuer Level verfügbar. Dann kann ich auf I drücken und kann dann sagen, jo, hör uns. So, hier, ich will mehr Wasser. Was kann ich denn hier alles freischalten? Ich will mehr Holzsachen freischalten. Doppelklick drauf. Leiter. Oh, Ichthyosaurus. Ist das nicht ein Wassersaurier? Kriegstrommel, Zement. Wow. Gerne Zement. So, das. Nächste Punkte gehen für Lederrüstung. Mhm. Nee, Grabstein will ich nicht erlernen. Das ist. Halt bloß! Yay! Insektenschutzmittel, ne? Hilft das auch gegen sehr große Insekten? So. Es ist interessant, wie die Sachen dann wegspawnen, wenn man was. Beispiel bei den Steinen dann, wie die dann sich auflösen, sag ich es mal so. Ja. Ja, manchmal hast du dann so ganz brachial die Animation. Und es war zum Beispiel ein Wolf so, dass da so ein Riesenquader bumm, weg durch die Gegend fliegt. Dann denkst du dir, okay. Ja, ich hab jetzt das. Das erste Mal hatte ich wirklich Schiss, als ich das damals machte, vor fast 10 Jahren. Dachte in dem Moment, da ist gerade ein Saurier, der kommt da durchgerannt und zerfleischt mich. So, ich bin überladen. Nicht so gut, wenn jetzt ein Saurier kommt. Ich werde auch erstmal die Sachen reinbringen, die ich jetzt habe. Hörens, ich komme hier ganz gemächlich zurück. Also, ich finde die Grafik richtig geil. Ja, ist es auch. Ich habe zwar hier noch mein Problem, so wie in Star Citizen, dieses Geflimmere in den Wolken. Was war denn das? Was war ich? Bin rein. So, Crafte ich mal hier weiter. Jo. Hier? Metall habe ich auch schon mal. Ach, hast du auch schon, sehe ich gerade. Ja. Das kann man ja immer gebrauchen. Ja, das ist eigentlich erst ein weiterer Tier. Das findest du meistens so in den Bergen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Feuerstein brauchen wir bestimmt für die Pfeile und zum Anmachen vom Feuer, oder? Ja, das brauchst du auch für hier das Steinwerkzeug. Ah, okay. Gut. Boah, wir haben schon wieder keine Fasern. Echt, ey. Ja,
Ja, ich gehe noch mal raus. Warte, warte, warte. Immer schön langsam. So, drei. Nein, drei. Dann soll das. Sechs. So. Hallo? Einmal. Ja, eins bräuchte mir noch und dann müsste ich hier zumachen. Haben wir denn schon die Teile dafür überhaupt gelernt? Oder ich? Falsch. Wow. Ja, ist machbar, schön. Oben wird es dann flachdachmäßig zugehen. Müsste ja gehen. Dann kommen auch Flugsaurier ja nicht mehr so schnell zu uns. Die Schätzelein. So, Feuer ist aus. Lange draufdrücken. Im Winter. Kohle können wir mal holen. Fleisch hole ich noch raus. Ja, hier ist schon was Verdorbenes. Schade, schade, schade. Später werden wir auch mal Technologietier hoch skillen können, dass wir sogar Strom haben und Kühlschrank. Insofern das nicht ausgepatcht wurde, herstellen können. Okay. Und das wird dann wunderschön, denn dann verdirbt das Zeug nicht so schnell. Ja. So, Frau, wo habe ich denn? Feuerstein fehlt, Stein fehlt. So, nochmal. Wow. Merci. Was Stein brauchst du? Ja. Dann mal los, kloppi, kloppi. Bisschen Hallo, weiter. jetzt klick. Fasern, Fasern, Fasern eigentlich. Ja, Fasern habe ich 19 schon mal gesammelt. Ja. Wobei, weißt du was, es ist Tag, es macht keinen Sinn. Löschen, so. Abends können wir dann das Feuer da anmachen. Hier können wir dann tagsüber. So. Was, da ist noch Fleisch drin, bevor es verdirbt, machen wir an. So, es hält sich ja einen Ticken länger, wenn Dingsbums ins gekocht ist. Es wird gerade irgendwie so giftgelb vom Wetter her. Gut, ich mache mal die Tür zu, nicht, dass du bösen Besuch bekommst hier, Ja. ungebetenen Pflanzenfaser. Kann ich hier noch was einsammeln? Ich habe meine Frau alles ge. Also 19 mache ich dir schon mal rein. Die haben wir schon mal in der Kiste. Ja. Aber halt aber auch selber was auf Pech, weil braucht man immer. Ja, okay. Später, man wird auch Saurier zähmen können. Ja. Und wenn die gezähmt sind, haben die dann auch ihre eigenen Skills. Ich weiß nicht mehr, wie der einer heißt, dieser gepanzerte mit diesem Kugel-Morgensternschwanz da. Der tut zum Beispiel Steine sehr gut abbauen. Ne? Fleischfresser generell gut Fleisch rausreißen. Pflanzenfresser sind gut hier mit den Pflanzen. Ne? So kann man dann auch ein bisschen mehr an die Rohstoffe kommen. Natürlich ist es auch so, dass je besseres Werkzeug, ne? Je bessere Sachen, außer das hier, das ist ja per Hand eingesammelt. Boah, unendliche Pflanze. Was ist das? Ist das ein Bug? Oder natürlich gerade nur drumherum abgestecken. Oder hängt das Spiel? Auch eine Möglichkeit. Nee. War kein Bug. Das war so. Was ist das bei dir gewesen? Keine Ahnung. Hat sich aber nicht so angehört, glaube ich. Okay. Wobei in dem Spiel will ich das nicht 100% sagen, weil manchmal auch durch die Umgebungsgeräusche hört man das anders. Man kann aber doch in der Regel schon gut zuordnen, von wo was kommt. Das ist sehr wichtig in Spielen. Es gibt immer noch Spiele heutzutage, wo das nicht ist. Da hörst du ein Geräusch und denkst, das kommt von da. Nein, Elchibetsch, es ist hinter dir auf einmal. Ja. Irgendwie müsste ich noch einsammeln können. So.
Ja, kaum ist nobody da, ist das Grün verschwunden. Ja, es wird ja wieder nachwachsen, glaube ich. Die Bäume sind, waren damals ein Problem. Die sind, glaube ich, nicht nachgewachsen. Ob das weggefixt wurde, geupdatet wurde, aktualisiert, weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen. Weil ansonsten wird es auch richtig arg mit Ressourcen. Ne? Ja. Oh, ich komme mit maximaler überladener Geschwindigkeit. Das ist. Oh, hinten ist ein Triceratops. Schön. Okay. Ja, den dürfen wir nicht verärgern, weil der macht die Basis hier gnadenlos platt. Komm am besten rein. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Holz holen, weil ich brauche noch Holz, weil zum Reparieren und neu. Oben fliegt ein Flieger. Schaut euch das an. Oder soll es ein Komet darstellen? Keine Ahnung. I don't know. So, jetzt switchen wir mal hierzu. Ja. Und? Neutral? Ja, nicht sehr empfindlich. Das Schöne ist, es snappt auch automatisch richtig an. Ja, ihr müsst ein bisschen korrigieren. Ihr wisst aber, was ich meine. Ne? So, Wow. Ich sagen einmal, einmal, einmal. Ah, ist schon was anderes, ein Dach über dem Kopf zu haben, auch wenn es aus Stroh ist. Ja. Ein echter Saurier würde sagen, der ist gut, nobody. Genau, wie süß. Also alleine nur wegen diesem Witz verschone ich dich, weil ich schlag mich tot, wenn ich zu nahe komme. Ja. So. Das Fenster. Nicht. Bauen wir noch mal eine Wand und gucke mir dann mal an, wie sich das verhält. Ah, da. So, kommt wenigstens ein bisschen Licht rein. Und dann würde ich sagen, mache ich das noch mal. So, wenn ich noch genug Ressourcen habe. Dann ist hier komplett dicht, außer durch die Fenster und dann sieht man Tag, Nacht. Ohne dass jetzt direkt etwas ohne Mühe reinfliegen kann. Ja klar, ich sicher mache einmal mit dem Schnabel klack, klack, klack und schon ist es weg, aber gut. Ihr versteht. So, dann ist das nächste, was ich gucken möchte. Nein, das nicht. Na ja gut, dann halt nicht. Denn warum setzt er das gerne da dran? Hast du irgendwas fallen gelassen, Schatz? Ja, halt es. Ich mach's dann. So. Ah, ich habe doch zweimal. Cool. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Jetzt kannst du mal kurz aus dem Weg gehen. Ja. Der will jetzt automatisch an die Kiste setzen. Ansonsten kann ich hier frei. Okay. Oh, warte mal. Geht das? Brauche ich den Stroh? Oh, das geht. Perfekt, dann ist es egal. Dann ist es perfekt so. Ja, schön. Hab nichts gesagt. Es war nur nervig, weil es direkt davor war. Ich wollte es eigentlich so anders längst hinten davor stellen. Ne? Mhm. Aber das ist, ja, das ist gut. Das ist ja, gut. Sehr platzsparend. So, dran denken, essen, trinken.
Auch trinken im Auge behalten. Wasser ist jetzt derzeit Mangelware. Haha. Schöne Frau. Hehehe. So, Stille. Spitzdimmel. Wow, wo hab ich das da? Leder fehlt. Aber ich hab's, glaube ich, drin. Na, Leder hat man doch schon was, einiges. Ja, ich mach uns mal was. Ja. Ich glaube, ich habe zu viel des Guten gemacht. Zeigt nämlich nicht an, wie viel ich jetzt hier. Schade. Kann ich das canceln? Hallo? Nee. Ja. Geht nicht. Oder? Hat's geklappt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mach mal dahin. Mach dahin. Und hier V. Noch eine. I. Sollte ursprünglich zwei für jeden machen, aber dann machen wir drei für jeden. Das ist natürlich noch besser. Was machst du gerade? Ah. Uns Trinkflaschen angefertigt. Ah, okay. Wollte ich jetzt. Wasserschlauch hast du gemacht, oder? Jo, I. Okay, da haben Dann wir jetzt. sag ich, Schatz, einmal. Holzklippen. Ja. Zweimal. Einmal. Leg die am besten auf Tasten 8, 9 und 0. Ja. Du müsstest automatisch trinken, glaube ich. Ich weiß es nicht. Behalte das mal im Auge. Und dann ab und zu einfach zu einer Wasserquelle. Oh, schön, Ja, Ge oh, okay. Gewitter. Ich liebe Gewitter. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht. Genau. Jeder normale Mensch, wenn es gewittert, ja, ich weiß nicht, ich will nicht vom Blitz getroffen werden. Nobody, ich will gucken, das ist geil. Schön. Odin! Falsches Spiel, sorry. Ja, genau. Ah, Wo der bin Donner wieder nach, ich? halt schön. Das da hinten sieht fast aus wie eine fliegende Insel. Ich mach mal zu. Du Ich gehe auch noch mal kannst. rein. Achso, okay. Alles So, gut. ich. Also, einfach eine Wasserquelle reinstellen, nach unten gucken, dann immer die Tasten drücken, dann füllt sich das Wasser auf. So, aber er müsste automatisch trinken. Ja, 30. Ich werde mal wieder meine So. Pünktchen verteilen. Gucken wir mal, was ich noch freischalten kann. Trainingspunkte. Weiß ich nicht. Pinsel. Ja, dazu kommen wir später mal. Deko. Kriegstrommeln. Oh, mache ich mir jetzt was Wir sind Gescheites? meistens Ich. friedlich. So, So. einen Bogen und Pfeile habe ich mir jetzt schon mal gemacht. Das würde ich auch demnächst machen. Ich gehe mal an Lederware. Aha, kannst du. Holz, große Wand. Wir können uns ja ein bisschen absprechen. Dann machst du Lederware und ich guck mal, was ich jetzt alternativ dann mache. Dass wir da mal. Ja, also das ist auch dann die typische Aufteilung, was wir machen. Also was die Genau. meisten Spieler machen, sagen, okay, wir sind zu zweit oder dritt. Der eine macht dies, das und jenes, ist dann effektiv in der einen Weise. Aber ich finde, im Spiel wie Ark sollte man schon ziemlich viel selber können. Klar, wir können jetzt damit anfangen. Ne? Ich Aber werde jetzt, genau, ich spreche du erst mal. es kann auch natürlich mal sein, dass zum Beispiel ein Schlafsack zerstört wird und man irgendwo in der Pampa spawnt und da sollte man auch in der Lage sein, sich nochmal Stuff selber zu machen. Ne? Ja, natürlich, Aber wir ja. können natürlich das so machen, nur muss ich danach auch wieder Lederzeug farmen gehen. Apropos, wie hast du das eingeräumt? Du hast noch nichts eingeräumt. Nee. Ich werde jetzt ein Angel machen. Schon mal. Okay. Und schwaches Heilmittel, weil das ist beides 15 und 16 Punkte. Das ist schon ein bisschen was, was drauf geht. Aber halt wichtig ist, dass wir dann sagen, dass wir das schon mal dann haben. Wordberry Seed, ach du je. Gut, dann haben Ja. wir das schon Ich mal. glaube, die sind irgendwie neu, Wordberries. Weil jetzt zum Beispiel So. Sattel oder so von den.
Brauchen wir im Moment erstmal noch nicht. Wir müssen uns auf andere Sachen erstmal spezialisieren. Ich weiß nicht mehr, ob die Stimmbären, ob die ungefährlich sind. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Magenberry, die sind irgendwie neu. So. Ich lade erstmal rein, Ja, genau. dass man ein bisschen Platz hat. Ich mach mal noch einen Steinwassertank. Das ist auch vielleicht nicht. Hast du da mal. Das. Steinwasser Jetzt aufnehmen. muss ich dann nochmal hingehen. So, gucken wir mal ins. Was denn? Hiermit können wir mit der Steinschleuder kleinere Tiere betäuben. Ja. Naja, man kann es theoretisch auch, glaube ich, bei größeren, aber es dauert extrem lange. Viel Erfolg. So, Mit jetzt Holzknüppeln mal kannst du auch Tiere, glaube ich, ein bisschen, wie es da steht, betäuben. Ich drücke es mal so aus. Das ist dann halt, wenn ihr sie zähmen wollt. okay. Ich würde auch gucken, dass ich bald irgend so ein schwaches Vieh finde. Ja. Holz, ich brauche nochmal Holz. Dass wir mal so einen kleinen Wächter haben, also für uns beide, dass wir einen kleinen Wächter haben, dass wir nicht direkt immer weggenatzt werden. Ja. So. Was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist Steinwasseraufnahme, Wasser, Steinwasserhahn und Wassertank. Okay. Muss auch schon machen, dann können wir dann, braucht man nicht immer herzulaufen, muss man das dann bloß irgendwie hinkriegen. Also, ihr Lieben, ihr habt gerade ein Geräusch gehört. In dem Spiel kackt man auch. Nur sehe ich das jetzt hier nicht. In dem anderen Spiel kam ein deutlich dezenter großer Haufen raus. Ne? Keine Ahnung. Ist Ich glaube, das dann. kann man einstellen. Okay, ist dann nützlich als Kompost. Ja. Nein! Was fehlt mir? Ja, das weiß niemand. Was fehlt mir? Feuerstein fehlt mir. Flintstones, meet the Flintstones. Was kann ich denn Sinnvolles machen schon mal? Was ich jetzt? Wilma! Holz und Stein. Also das hier ist ein Spiel, wo ich wirklich sage, da habe ich wieder Bock. Damals war ich von Valheim sehr überrascht, bevor wir das angefangen hatten zu zocken. Und ist auch ein richtig geiles Spiel. Das würde ich auch noch mal mit dir so alleine spielen wollen, auf jeden Fall, Schatz. Ja. Aber derzeit meine Prio Geht liegt doch. definitiv auf Ark. So. Ich sehe ja auch, das ist ein ganz anderes Erlebnis, Star Citizen zum Beispiel alleine zu zocken. Wenn man zwei zu dritt unterwegs ist, ist es ja toll. Ne? Dagegen sage ich nichts, aber man ist da ein bisschen gesetzt. Oh, ich bin so schwer überladen gerade. Krass, nein. Ne, das war nicht ausreichend. Kann ich da was machen? Ja, danke. Ich bin krass überladen. Oje. Wir sehen uns bis zum Let's Play-Ende wieder. Soll ich dir entgegenkommen, was abnehmen? Nee, ist gut. Ich schaffe es schon. Okay. So, also Star Citizen ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man alleine unterwegs ist. Und ich habe ja gerade damit angefangen, eine Art Roleplay. Ja, mehr oder weniger Roleplay zu betreiben. Off-Grid. Ich möchte dann, ich weiß auch nicht, wie lange das geht, wie lange es machbar ist und auch mir Spaß machen wird. Bis jetzt sehr viel. Einfach an einen normalen grünen Spot, was auch im Spiel derzeit noch eine Mangelware ist,
also ein Planet, wo wirklich auch atembare Atmosphäre ist und du nicht direkt erfrierst, rumlaufen, Sachen looten und nur damit klarkommen. So. Der Planet Microtech ist eigentlich eine Eiswelt, aber hat auch ein paar Spots, wo jetzt nicht extrem kalt sind, wo es auch grünt und flüssiges Wasser vorkommt. Und das ist interessant. Das ist interessant. So, was wollte ich denn jetzt hier gebaut haben? Leder fehlt, Leder fehlt. Wo habe ich den jetzt eben gesehen, den Bogen? Oder? Hä? Immer dieses Tim Taylor. Mehr Power. So, ich habe doch den Bogen. Jetzt so eine Flachs. Ach, da. Hallo? Danke. Ich würde auch schon Zement machen. Das habe ich doch ausgewählt. Oder nicht? Feuerstein. Ja, ich mache es jetzt noch besser. Ah, okay. So, ich mache wirklich immer nur einen Pfeil raus. Tatsache. Boah. Wie mühselig. Ah, einmal herstellen. Menge feststellen. Machen wir mal. Ich habe 8 Stück. Stein brauche ich doch dafür nur. Warum? Hallo. Gib mal die Steinchen her. Probier ich jetzt nochmal. Warum kann ich nur 4 herstellen? Okay. Was fehlt mir denn? Hasan! Hier ist es! Hier. Wie habe ich denn jetzt? So. Habe ich mal brav die Fasern zurück. Weg. Das ist ja krass. Für eine Angel braucht man 50 Fasern. Ich glaube, du brauchst auch mit dem Steinlings Rohre und dann hast du fließend Wasser bei dir. Habe ich schon. Habe ich jetzt schon gebaut. Aber ich brauche noch Zement und irgendwie... Okay. Also in der letzten Kiste habe ich jetzt schon mal den Steinwasserhahn und... Aufnahme. Genau. Und dann brauchst du, glaube ich, die Rohre und dann auch noch den Behälter. Genau, den Behälter wollte ich gerade machen. Aber dazu brauche ich Zement. Ihr sucht das gerade. Irgendwie... Zement habe ich, glaube ich, gelernt. Ja, ich auch. Eigentlich brauchst du dafür nur Stein, aber irgendwie kann ich es trotzdem bei der Herstellung nicht. Ist komisch. Ja, das ist ein bisschen... Man muss manchmal doppelt und dreifach gucken. Ja. Das müsste hier irgendwo so sein. Oder. Wir brauchen dafür noch was anderes. Ich glaube, du musst den Mörser und Stößel, den kann ich auch machen. Dafür brauche ich aber 15 Leder und. Ja, und oh Gott, 6. Ich gehe hacken. Hä? Man kann kein Leder mehr? Nee. Habe ich das mit Inventar? Ich glaube es nicht. Nein. Ich gehe hacken, weil wir brauchen sehr viel Stein, sehe ich gerade. So, Steinchen. Auf geht's. Strom. So. Jetzt versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, sie ist der Boss. Ich will sie nicht wütend machen.
Ich hab nichts gesagt, Schatz, ich schwöre. Hm, es kann nur schief gehen eigentlich, oder? Was meint ihr? Ich räume nur ein bisschen Strand auf. Ah, verfehlt. Nee, der fliegt zu blöd. Er müsste frontal auf mich zukommen, dann ist es eher machbar. Aber okay. ich will diesen Vogel auch nicht provozieren. Ich weiß nämlich nicht, ob der da hinten dann auch aggro wird. So. Erstmal gut gucken, was da so alles. Nein, Sachen gehen nicht gut. Geht das? Nein. Da hinten okay. Der Übergang wäre einfacher gewesen. Aber wir sind auch ungefähr hier gespawnt. Und dann. Alles gut? Ja. Und dann wurden wir, wie heißen die Viecher? Pachiosaurer oder Pachi, also die Spucker. Wurde ich schon von einem begrüßt. Der hat ja zum Glück daneben gespuckt. Ich bin ins Wasser, der mir hinterher. Ich getaucht und der ist blöd geguckt. Dann musste ich wieder hoch. Einmal um den Felsen rum, nochmal rum und hin und her. Und dann habe ich ihn abgestellt und war da. So. Weil ganz am Anfang bist du wirklich extrem schwach. Mhm. Deswegen bin ich so leicht nervös und überlege mir 3-4 Mal, wo ich hingehe. Weil eben. Da wurde ich schon vom Raptor fast weggenutzt. Oh, danke für die XP, Schatz. Bitte, bitte. So, ich will auf Gewicht gehen. Was haben wir denn hier oben? Domia sagt, ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Na komm, schalt mir mal frei. Man weiß nicht, was man als erstes. Als Tier kriegt. Schießpulver. Leuchtpistole. Hm. Ceratops. Ja, das macht interessant. Abdor-Sattel. Oh, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Kühltasche. Ja. Ah, das hier wird schön, wenn wir Metallsachen haben. Richtig schön. Aber es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ein sehr langer. Mhm. Und wir müssen dann auch an die Pelzrüstung denken, wenn wir in ein kälteres Gebiet gehen. Ja. Wir werden dann uns schon nachher freuen, wenn wir eine Basis aus Holz bauen. Dann gibt es ja das Upgrade, du kannst aus Stein bauen und dann irgendwann aus Metall. Mhm. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Ein Muss sehr langer Weg. Okay, stell dich dann in die Hütte rein, mein Schatz. Und guck vorher, dass du gegessen hast und getrunken. So, gucken wir mal. Oh, wow. Ah, eine Crate ist runtergekommen. Soll ich es wagen? Weil hier gibt es auch ziemlich grimmige Fische. Ja, ich sagte Fische. Und ja, sie können einen richtig abfacken. Ich probiere mal reinzuspringen. Als ich das Spiel installiert hatte und einfach nur einen Wups gemacht hatte, wurde ich auch von so einem Spucker angegriffen. Wollte mich dann. Ich bin friendly. Du warst ja auch friendly. Genau, ne? Bis man dich angreift. Kann ich das hier schon looten oder nicht? Schön. Schön. Ich bin dankbar für alles. Das ist halt mal da. Merci. Wow. Okay. Schöner Effekt. Guten Tag, der Herr. Alles gut? Hm, Level 62 ist nicht so. Na, eine Pflanze da hinten. Also, ich versuche so wenig wie möglich hier drin zu schwimmen, weil es gibt, da hinten seht ihr Fische, gibt auch Piranhas. Und
an mich gingen dann, als ich dann hier reinsprang, drei Piranhas. Also drei Fische, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich nochmal Piranhas waren oder was Neues drin ist. Aber das hat gereicht, um mich platt zu machen. So. Ich gucke mal. Aha. Das ist doch schon mal in Ordnung. Resistenz, das muss ich auch mal langsam. So. Überragend, das ist ja geil. Also, wenn ich das handwerkliche Geschick, dann müssen die Sachen auch besser werden. Hab ich zumindest von damals so grob in Erinnerung. Macht auch Sinn. So, Holz haben wir schon mal fast weg. Aber das geht schnell weg, ihr Lieben. Das geht sehr, sehr schnell weg. Stein mache ich auch mal da rein. Das mache ich da rein. Klack. Kohle mache ich da rein. Fleisch. Mach ich da rein. So. Da bin ich wieder. Willkommen zurück, mein Schatz. Ja. Yeah. Gerade kam eine von diesen Crates runter. Das sind ja diese lichtanimierten Metall-Truhen, nennt man mal so. Die haben eine ganz komische Form, ne? Wie so eine Kapsel, okay, die runterkommt. Die konnte ich looten. Das war noch gerade für uns möglich. Da habe ich auch Schuhe bekommen. Ich habe eine bessere Axt bekommen aus Stein. Aha. Okay. Und noch eine gute Fackel. Kleiner Tipp, ihr Lieben. Wenn ihr auf einem PvP-Server oder einem fremden Server rumlauft und andere Spieler natürlich vor Ort sind, lauft nicht mit einer Fackel nachts rum. Macht den Fehler nicht. Ihr seid freiwillig. Mal kurz gucken, ich habe eine komische Benachrichtigung von X bekommen. Ich habe aber nichts geschickt. Ja, egal. Okay. So, ja, ich gucke jetzt mal nach Leder. Steinchen haben wir jetzt 91. Das heißt, wir könnten diese Mörser und sowas dann machen. Ach, stimmt, da war was. Da war, aber war da nicht noch Leder für erforderlich? Ich gucke mal. Herstellung. Leder ist erforderlich. Deswegen, da wollte ich nochmal auf Jagd gehen. Ja. Was ich noch sagen wollte. Okay, ich lasse die Tür dann auf. So Pflanzenfresser sind eigentlich per Du friedlich. Es sei denn, du greifst sie an. Dann lauf. Lauf so schnell du kannst, mein Schatz. Ja. Ne? Alles, was schon ein bisschen böse aussieht, so schlangenförmig, komische Augen hat. Krallen oder Klauen, Zähne, Reißzähne, dann weißt du schon von vornherein, die wollen nicht nur spielen. Okay, weiter gehe ich hier nicht rüber, weil da ist Raptor-Territorium. Lauf mal hier so ein bisschen lang. Sagt er und lief trotzdem dahin. Da oben wäre noch ein schöner Platz für eine Base eigentlich. Boah, wir müssen unbedingt Flugsaurier zähmen. Ja, das wird schön. Oh, das wird richtig, richtig geil. Weil Ark ist eins der wenigen Spiele, wo du Höhen und Tiefen wirklich erlebst. Wenn du hochfliegst, dann denkst du, wow, okay, der Berg ist doch nicht so niedrig. In vielen Spielen bist du dann 3 Sekunden, 4 Sekunden in der Luft und ich bin oben und ne? Okay, hier ist auch eine gute Passage, um rüber zu schwimmen. Stimmt, man kann ja auch den Speer werfen, aber weder geht er kaputt oder er ist weg. Bei Flussläufen solltet ihr vorsichtig sein, weil es kann gut mal sein, dass ihr auf einen Spinosaurier trefft. Ich weiß nicht, ob bei allen Flussläufen, aber generell. Die waren ja so. Okay, das ist jetzt kein Fluss, aber dennoch unterwegs. Warum habe ich das Gefühl, wenn wir da hochgehen, treffen wir auf einen T-Rex? Irgendwas in mir sagt, da kommt ein T-Rex aus dem Busch. Okay. Was ist das? Ist das eine Robbe? Mein erster Tag. Du hast 24 Stunden in Ark. Oh,
Tolle Auszeichnung. Ich will mal. Hallo, Robbe? Oder bist du ein. Nee, du bist keine Robbe. So. Du bist ein ganz seltsame Riesenechse. Okay. Wo ich nicht weiß, weißt du was? Es kann doch nur schief gehen. Kann dir jetzt auch noch nicht helfen, weil ich überladen bin, als man zurück muss. So. So, ich ziehe den Körper mal mit an Land. Ich habe das hier erschossen. Das ist so eine Art Echsenhund. Okay. Und jetzt sieht ein T-Rex mich bestimmt und denkt, oh, ein Leckerchen mit einem Leckerchen in der Hand. Muss ich die Pfeile noch mal kriegen? Ne? Moshops. Ja. 46 Leder. Ja, das hat sich ich glaube, das reicht, oder? Ja, so ein bisschen. Oh, hier ist auch eine coole Stelle. Da hast du so ein Felsen, so ein, wo sich eine Öffnung gebildet hat. Das halt einen Bogen bildet. Aha. Hier ein Camp zwar mir auch cool, aber. Oh, da hinten! Ichthyosaur! Ja, aber da spielt uns auch ja im Meer! Okay. Oh, der ist nicht weit von uns. Wenn der in Rage kommt und Zeug wegsnackt, könnte der zu uns kommen. Ich lauf mal weg. Der ist circa von mir 150 Meter entfernt gewesen. Und ich bin jetzt auch circa. Was war das? Circa 100 Meter nochmal von unserem Camp entfernt. Okay. Ja. Also, wenn man links aus der Tür geht. Mhm. Aufpassen. Es könnte dann wirklich sein, ich hatte da recht, dass das auch Spinosaurier-Gebiet sein kann. Ich glaube, ich will echt sehr schnell einen Flugsaurier haben. Ich will weg hier. Ein Spinosaurus, der auch immer Stein, um uns nicht so sehr zu sorgen. Also guck mal, Schatz, wo ich jetzt stehe. Mhm. Wo ich hingucke, siehst du das? Ja. Da hinten siehst du ja das ganz große Artefakt hinten stehen. Ja. Ne? Und darunter hast du noch diesen Berg, diesen kleinen Berg, wo noch so ein Loch in der Mitte ist. Ne? Aha, genau. Wenn du da stehst, ungefähr ab da 100, 150 Meter durch, hast du den Spinosaurus. Okay. Und ja. Das ist nicht so schön. So, Stein. Hab ich dir. Unterste Kiste müsste sein. Ich bin noch mal am Sammeln. Alles gut. Leder. So, wo habe ich den? Den? Dann haben wir es. 6. Will aber. So. Dahin. So. Was machst du? Oh. Ah, ich bin nicht mal. Keine Panik. Weißt du, was du für Zement noch brauchst? Nein, Sir. Chitin und Keratin, was soll das denn? Okay. Okay, ich habe schon mal ein bisschen Stein reingelegt. Also Chitin, Keratin. Boah, das hat sich sehr nah angehört. Ja, der hat gerade im Wasser einen Fisch gefangen. Hier gibt es ja diese,
Kilobiten oder was waren das? Ich glaube. So. So, nochmal Schneidchen. Chitin, haha. Die geben einem die Ressourcen. Man muss halt nur ein paar wegnatzen. Willst du schon die Wasserquelle etwa bauen, oder? Also wir nehmen erstmal das, was wichtiger ist, würde ich sagen. Ich würde das noch nicht machen. Genau, wir sitzen hier noch da. Ich würde sagen, wir holen erstmal das, was diesen Mörser brauchen wir bestimmt noch für andere Sachen. Ja, Schießpulver etc. pp. Richtig, genau. So. Dieses Spiel macht so viel Bock. Ja, richtig. Es ist. Kann man keine Ahnung, wie lange zocken. Es ist heftig. 10 Stunden später. Warte mal, wir haben noch ein echtes Leben. Scheiße. Das ist ein Scherz. Und ich echt drin verlieren in dem Spiel. Es ist heftig. Oh. Meine Nerven. So, Lolli, gucken wir mal hier. Warte mal. Vorsicht über uns. Rein, Schatz. Ja, rein. Na los, geh doch rein. Oh, das ist, glaube ich, ein Drop, der durch das Schild kommt. Okay. So. Mal, ob ich hier Pfeil und Bogen machen, ob ich den schon machen kann. Du brauchst dazu auf jeden Fall Leder, glaube ich. Ah, okay. Guck mal, was in den Kisten ist. Unten in der untersten Kiste hast du, glaube ich, Leder und Stein und Holz und alles mögliche Tralala. Habe ich einiges an Holz schon reingelegt. So, ich gehe jetzt nochmal hier auf die Engramme. Jedes Mal irgendein Vieh, wo Geräusche macht und ich denke, ich bin gleich weg. Hasan brauche ich dafür nur und Holz. Das ist doch okay. Raptorsattel, Holztor, Holztor. Ja, das Holztor ist jetzt schön und gut, aber. Räucherkammer. Dann werden die Sachen normalerweise länger haltbar. Melzofen ist interessant. Und dann kommen wir hier dran. Aber dafür brauchen wir dann. Oh, eigentlich können wir. Den lerne ich. Dann kommen wir nämlich an Metall. Kannst du auch schon einen Bogen machen, oder? Ja, ja, kann ich. Okay. Soll ich hier gleich mit einmachen, oder brauchst du noch Ich hab, Schatz, danke, ich hab. Du hast schon, okay. Was du dann auch machen kannst, wenn du skillst. Ja. Oh, ich muss trinken holen gehen. Denk da auch dran, Schatz. Hab ich schon gerade, ja. So. Wie im echten Leben. Meerwasser. Mm. Mhm. Nee. Ihr Lieben, das war ein Spaß. Auf keinen Fall Meerwasser trinken. Auf keinen Fall. Das Salz darin wird eurem Körper nicht gut tun. Also Stroh und Feuerstein kommen für dich. Ich war am Gucken. So, ich brauche Fasern 40, Stein 125, Feuerstein 5 und Leder 65. Dann könnte ich uns den Schmelzofen bauen. Das ist doch schon mal eine Sache. Stroh 10, Stein 30, Faser. Wie viele Pfeile mache ich denn immer? Steht das da pro? Hast du Fasern und Stroh? Ja, ich mache ein paar Pfeile gerade, kriegst du gleich. Okay. Also 20 Fasern und 10 Stroh wären super. Wie viele Pfeile mache ich denn immer daraus? Ein Pfeil. Ja. Wenn du jetzt auch. Wenn du jetzt auf Rechtsklick bei der Herstellung klickst, kannst du sagen, entweder alles, das würde ich aber nicht machen, oder du kannst sagen, Also und Menge, ja, ich sehe es. Warte, ich mache mal 50 oder mach mal erstmal 20. Also ich habe mir erstmal 24 gemacht, das ist so der Standard. Ja, genau. Genau, den restlichen Kram kriegst du jetzt wieder. Mach ich wieder die Kiste, warte. Kehrte Kiste. Die da will ich. Nein, unten die. Genau die. Die unterste? Nein, warte mal.
Geht das nicht? Was? Du musst immer ziehen, ne? Ja, ich probier schon. Zurück. Jetzt. Ja. So, du kriegst deine Fasern wieder. Feuerstein. Und so. Du müsstest jetzt das haben, was du brauchst. So, merci. Gucken wir mal, ob das, was ich bauen will, überhaupt hier reinpasst. Mhm. So, ansonsten wollte ich was anderes noch bauen. Geht das überhaupt? Bist du denn am Stören? Leder. Oh, ich baue uns was Krasses. Bau uns was Krasses, Frau. Ach, es fehlt. Nein, es fehlt, es fehlt. Okay, da müssen wir noch einiges für. War dann wohl ein Anzeigefehler oder ich habe es nicht. Ja, ich habe es dann sehr wahrscheinlich nicht richtig gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nochmal das dahin, das dahin. So. 91 Punkte schon wieder. So, Räucherkammer. Schön. Da habe ich das Fleisch hingetan. Ich habe es weggetan, oder? Natürlich habe ich es weggetan. Oh, ich sollte ans Essen denken. Ach, das warst du, der gestöhnt hat. Ich habe mich schon gewundert, warum stöhnt. Wer stöhnt denn da? Ich bin's nicht gewesen. Ja, also besonders mit einer männlichen Stimme, dann würde ich mir Sorgen machen. Das hat sich bei mir weiblich angehört. Deswegen fand ich das jetzt etwas. Ja, dann pass mal auf, vielleicht musst du auch essen, Schatz. Habe ich schon, ne? Ich bin eigentlich. Oder gut trinken. Gesättigt. Hab, finde ich auch. Ich hab. Hä? Warte mal. Nee, ich hab auch was. Gucken wir mal. Warum habe ich nur so wenig? Vielleicht ist es uns zu heiß. Vielleicht müssen wir mal ins Wasser. Ja. Nee, ich blute. Mist. Kann man da irgendwas machen? Nö. Okay. Bandage, vielleicht Bandage. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist. Aber warum bluten wir? Weiß ich nicht. Ich muss mich da beeilen, aber Bauplan, Bandagen sehe ich jetzt. Ist das wieder was? Stoffhandschuhe? Nein. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich leg mal alles ab, ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Siehst du. Ein bisschen Platz. Keine Ahnung weshalb, wieso, warum. Ja, ich habe noch eine große Truhe gemacht. Keine Ahnung weshalb ich Schaden nehme. Haben wir uns doch irgendwie verletzt draußen, aber wo? So, ich bin verreckt. Du bist gestorben. Warum? Why? Sie spawnen bei Schlafsack. Ja. Ich verstehe es nicht. So, ich habe auch alles abgelegt. Ich werde auch gleich sterben. Okay. Nein, mein Frauchen. Willst du mir zugucken? Oh, du liegst da unten. Ja. Immer noch. Körper ziehen. Lass meinen Körper. Kraken.
So, ja, ich habe keine Ahnung, was der hatte. Vielleicht lag es an. Nein, Käppchen. Ja, Käppchen getötet. Ihr Schweine. Das stünde Käppchen ist wieder da. Das Käppchen, das ist da. Das Käppchen, das ist da. Du musst dann halt nur deine Sachen alle zusammensuchen, ne? Mhm. Das hier ist ja... Leichen despawned. Oh. Ja, oh je, du hast auch meine Leiche. Du bist nicht mehr alleine hier. Ja. Aber weißt du, was mir Angst macht? Unsere Schafsäcke sind weg. Hä? Okay. Das ist natürlich weniger toll. Warum? Scheibenkleister, nein. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Frau. Ich brauche. Das brauche ich. Das brauche ich. Und das brauche ich, glaube ich, auch. Da kann ich nochmal ein Fundament machen. Warum auch immer. Sind die Schlafsäcke weg. Das ist doof. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ja. Weil. Vielleicht gehen die immer weg, wenn man respawnt. Ja, natürlich doof, aber. Wurden wir angegriffen? Fehlendes Material zur Reparatur? Sorry, Schatz. Ich habe deine Leiche gekeult. Ja. Okay. Sie hier nicht mehr angezeigt wird. Lass der. Ja, dass wir angegriffen wurden. Das würde auch das Loch da erklären. Was für ein Loch? Na, was da war unten. Nee, das war ich auch so sehen. Ach so, das warst du, okay. Ich heb das mal hier auf. Mhm. Ah, das bin ich. Ich gehe mal an die Seite. Ich hab mich selber gerade. Ich gucke mal. Ah, ich habe Kleider von dir. Ja. So. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Kann ich hier anzeigen? Kann ich das hier mit wegkriegen? Doch, so, wurde es dann weg, sag. Ja. Ich verstehe es nicht. Also. Ja, früher war das nicht so, dass dann dein Schlafsack weg ist. Ja. Wenn das jetzt jedes Mal so ist, ist es ätzend, weil in dem Spiel passiert das mal ganz schnell. Oh. So, Frau, ich habe da noch was gefunden. Das möchte ich dir geben. Das ist dir. Die hier schenke ich dir auch gerade. So. Und ich habe noch, glaube ich, was dir gehört.
Okay. Ach so, meine Sache. Schuschu, danke. So, den würde ich dann sagen, bitteschön. Danke. Gut, also wir sind gerade verendet, warum auch immer. Beide zeitgleich. Was seltsam ist. Ja, ich habe auch jetzt mal geguckt, man kann sich auch kein Verbandszeug oder sowas machen, was sehr komisch ist. Ich dachte, man könnte. Oder wir können es zumindest noch nicht, keine Ahnung. Ja. Mal kurz. Ja, also. Das Heilmittel, das könnte man machen. Also braucht man das noch Kohle mit einem seltenen Pilz, den haben wir noch nicht, und eine seltene Blume. Spiel, ruckel nicht, alles ist gut, Spiel. Heilmittel, Narko-Bärbe. Ah, okay, und verdorbenes Fleisch. Machen wir das jetzt schon mal. So. Wo war die Bärbe? Fleisch und Schatz, ja, hier für dich, setz den mal bitte. Warteschutz, such gerade den Akku und die mich schon gesammelt. Okay, toll. Da ist er. Ich den. Er fällt in 2 Stunden 53. Okay. Gut, dann verfallt. So. Ich brauche Leder, also brauche ich wieder ein Vieh. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, ob da hinten noch das Echsenhundi ist. Oder ob gleich schon der Spinosaurus um die Ecke geschossen kommt. Das kann natürlich auch sein. Ich mach die Tür Oh, zu. ein Spucker. Oh nein. Du spuckst nicht mehr. Ah, jetzt war ich auch knapp. So 21. Ich glaube. Aha. Hier, die Leder. Du bist friendly da oben, okay? War mich. Warum go hier? Warum wird mir das angezeigt? Go Ich hier? habe das gerade falsch gemacht, das war ich. Da kann man, glaube ich, so eine Art Ping setzen, sogar, dass Auf man der weiß. Map? Ja, da musst du Cool. lange, glaube ich, eh. Nee, warte mal. Als wenn du im Map-Menü bist, oder wie? Ja, du musst lange auf den mittleren Rad drücken. Ja. Und dann kommt da so ein. Ah. Genau. Das ist eigentlich praktisch, wenn wir uns mal gegenseitig suchen sollten. Okay. So, okay, hier ist kein neuer Echsenhund, wie ich ihn jetzt mal nenne. Kein neuer Bello gespawnt, also muss ich etwas anderes suchen, was hoffentlich nicht so groß oder gefährlich ist. Damit ich mir einen Spawnpunkt widersetzen kann. Ja. Also ihr Lieben, es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig. Richtig. Oh, Schatz, ich muss dir Ja. eine Frage stellen. Die hätte ich von Anfang an vielleicht stellen sollen vor dem Let's Play. Aha. Was? Ist die Soundqualität gut? Ja, ich höre dich. Es ist Okay, gut. mal. Weil der Grund, weshalb ich frage, ihr Lieben, ist, jedes Mal, wenn ich den Rechner neu starte, muss ich das Mikrofon einstellen. Ich weiß nicht warum. Es macht immer einen Heidenspaß, aber gut.
Mittlerweile ist es schon zur Routine geworden. Ja. Oh, hier. Das wäre auch so eine schöne Notbasis. Einfach hier noch ein bisschen aushöhlen. Ich will nicht darüber müssen. Und es wird Nacht. Ich will jetzt unbedingt einen Schlafsack, ihr Lieben. Aha, nee. Aha. Jetzt hast du mir dein gegeben und du warst dann. Ja, mein Fräuchchen geht vor. Er ist trotzdem gut. I, was sagt denn der Status? Tatsache, wir können keinen Verband. Okay, ich mache jetzt auch was. Ich stehe einfach in der Pampa und gucke mir das an. Sollte man auch nicht machen. Aber ich glaube, man konnte das zumindest mal machen. Schwaches Heilmittel gelernt. Ja, das habe ich auch schon, aber bringt ja nichts. Wir brauchen das Narkosemittel dazu. Und dazu braucht man die Narobären, wie die heißen. Narkobären haben wir ja. Nö. Doch, unten. Müssen wir sehr viele Narkobären haben. Handschellen. Interessant. Boah, Schwert. Ja, das geht jetzt ins Tier rüber, was ich mir hier alles angucke. Das ist viel, viel weiter als das, was wir bis jetzt können. Aber nein, heilungsmäßig sehe ich jetzt nichts. Gut, ich wage es mal. Ich versuche zumindest hier hochzukommen. Nein, falsch. Boah. Ist nicht wie ein Valheim. Da kann ich nicht überall hochspringen, wo ich will. Mit meinem Pech ist das Spinosaur jetzt direkt vor mir. Ich muss mal Wasser auffüllen. Okay. Was bist du denn für ein Gesell? Schön. Einer meiner Lieblingsdinosaurier. Ah, der, ja, der ist immer noch da hinten. Aber hier haben wir einen Parasaurier. Oh, und da sind Haie im Wasser. Okay. Wo bist du, Dodo? Wo bist du, Dodo? Ich würde sagen, ich komme langsam wieder nach Hause. Ich kann nur hoffen, dass nicht jetzt hier in dem Bereich auch ein Dinosaurier spawnt. Oder er denkt, ja, das ist ja alles mein Gelände. Ich gehe mich mal hier umgucken. Kriegen wir dezent den Allerwertesten aufgerissen. Jo. Warum? Ah, jetzt. Mach mal draußen das Feuer an. Jo. So, Auflösung. Ah, gegrilltes Fleisch, okay. So, wo ist es? Gegrilltes Fleisch.
springen. Verdorben ist Fleisch, brauche ich. Das ist einfach hier in der Kiste. Feuerstein und Steine. Na? Stein. Steine. Et voilà. Ein Pulver. Ja. Die erste Herstellung. Gut, Holzkohle haben wir keine mehr. Ist nicht schlimm. So, Ah, ich hab Schießpulver gemacht, Gänsepulver, scheiße! Zündpulver. Egal. Verpaltsaft. Ich hab ja so einen Marker. Mach mal kurz, mach mal das da rein. Das Ding hier. Hallo, ich will aus diesem Menü raus. Hey, ich habe jetzt auch im Menü festgehangen. Ja. Warum auch immer. Tschüss. Das Paket hier im Wasser ist ein toter Arm. Ist Teil. Okay. So, jetzt nochmal hier einen Mörser. Meine Frau steht natürlich wieder mitten im Weg. Gehst du dran? Geht's? Ja, jetzt schon. So, dann brauche ich das. Dann kommt das rein. So, Halbstoff. Perfekt. Probieren wir es mal einfach. Warum ist denn hier? Die Räucher haben wir. Ihr Lieben, es wäre wirklich ungesund, das in echt in einem Raum zu machen, wenn nicht gerade ein Abzug, ein Kamin da wäre. Wir hoffen, dass das Spiel erkennt, dass ein Fenster als sowas angedacht ist und wir nicht erbärmlich ersticken. Für Kohlenmonoxidvergiftung ist nicht gerade prickelnd. So. Schatz, ich werde wirklich dankbar, wird sich ein bisschen weiter links hinstellen. Ja. Wie benutze ich den Mörser? Also ich kann da irgendwie nichts machen. Ich habe das unter reingelegt. Du drückst auf E, bist im Mörser. Ja. Dann hast du drei Sachen hier oben. Du hast einmal Zündpulver, du hast einmal Zement und du hast Schießpulver, wo du herstellen kannst. Dann machst du einen Mouse-Over über die Sachen und siehst, was du für die Sachenherstellung brauchst. Was willst du denn herstellen? Eigentlich wollte ich dieses Narkosemittel machen. Da habe ich die Bären schon reingelegt. Du brauchst dann aber nicht das. Das ist falsch. Das hier ist Mörser und Stößel. Ach so. Du brauchst... Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Wird hergestellt, Mörser und Stößel. Schatz, warte mal bitte kurz. Das Leben ist wieder am runtergehen. Ich weiß nicht, was der gerade hat. Okay. Dem kalt, ist dem warm oder... Ist dem zu heiß?
sehe ich denn, was los ist überhaupt hier? Jetzt geht derselbe Schmarrn von vorne los. Ach, hier. Guck dich mal an. Ich sehe jetzt nicht, dass du irgendwelche Wunden hast. Schatz, das ist auch egal. Alles Mögliche fügt dir Wunden. Wenn du verhungerst, verdurstest, bist du auch irgendwann blutig aus. Mhm. So. Ich weiß halt nicht, was da los ist. Guck mal bei dir, ob es auch. Ja, es geht runter. Aber wenn ich jetzt was esse, mal gucken, dann müsste es ja eigentlich wieder hochkommen. Ich habe halt nur die Vermutung, dass ich vielleicht überhitzt bin wegen dem Feuer drin. Keine Ahnung. Oh, das hier ist auch öde, dass der jedes Mal das Fleisch kombiniert. Mhm. Öl. Aber guck mal, das funktioniert ja. Ja, das mit der Gesundheit ist irgendwie gerade. Hier ist zu heiß. Jetzt kommt die Nachricht. So, gut, ich gehe ins Wasser. Ja, hier hat sich das gefangen. Schatz, du sagst, dass dann auch da rauskommt. Und mal ins Wasser kurz abtauchen. Ja. Aber es ist auch tatsächlich scheinbar hier generell zu heiß. Ja, kaum komme ich aus dem Wasser. Noch ein bisschen mehr ins Wasser. Und? Hilft's dir? Guck jetzt. Ja. So. Ja, dann müssen wir halt aufpassen. Ich gehe jetzt nochmal an Land. Hm. Ja. Ich lade nochmal ein bisschen auf. Hey, hier ist es so heiß auf einmal. Was soll das? Ist es nackt? Oh. Da kommt nochmal Blut runter. Ja,
Dauert das so lange, bis das geräuchert wird. Schatz, hier drin können wir dann auch dauernd nicht bleiben. Mhm. Weil unsere Gesundheit gleich wirklich... Muss mal raus. Schatz. Meine Frau. Das zarte Geschöpf. Geht immer einen Weg, sagst du. Richtig. Da kommt was runter. Jetzt gerade. Ja. Vorsicht beim Rüberschwimmen, Schatz. Ich wollte eigentlich gar nicht rüber. Wie tue ich hoch? Warum? Hochgucken. Nur Notfall, immer mal, um sicher zu gehen, Leertaste. Ja. Okay. So, die Schwimmtour müsste uns aber auch schon mal, oder mich zumindest, jetzt gut abkühlen. Mhm. Ja. Und ich werde jetzt mal gucken. Oh, ich habe das Wasser gekackt. Wie schön. Lecker. Das erinnert mich an 80er-Jahre-Film. Das war, glaube ich, 80er-Jahre. Da hatte einer einen Schokoriegel in den Swimmingpool verloren. Jeder hat gedacht, das wäre halt Kacke, die da schwimmt. Ich weiß nicht mehr, was das für... Tatsache, mir ist auch hier am Land zu heiß. Also irgendwas geht hier gerade vor, wo wir vielleicht sagen müssen, wir müssen dieses Biom verlassen. Ich habe jetzt einen besseren Bogen. Ich habe da eher an die Vacation gedacht. An was? Die Fortsetzung von Schöne Bescherung. Ah, die Chris Waltz, ja, ja. Vacation war das, glaube ich, oder? Ja, die Chris Waltz. Ich habe am liebsten gemocht eigentlich Hilfe, die Amis kommen. Das war richtig geil, finde ich, gemacht. Ja, toll, wir müssen jetzt hier im Wasser stehen. Nee, der Film, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich habe ihn noch nur einmal gesehen. Aber der Humor geht in etwa in die Richtung. Auf jeden Fall, da kam der Poolcleaner, hat gesehen, das ist ein Schokoriegel. Okay, das ist auch keine geile Art. Aber der hat den dann gegessen. Also ich würde da auch nicht unbedingt einen Schokoriegel aus dem Pool essen. Ne? Ach, das ist der Triceratops da hinten. Ich dachte schon, der Spinosaurier. Puh. Ja, wie dem auch sei, da ist noch eine ohnmächtig umgekippt, wo sie das gesehen hatte. Weil sie dachte, das wäre was anderes. So kommt man von mein Charakter kackt in Ark ins Wasser und oben rauschen die Wolken. Was? Den Effekt habe ich nur, wenn ich durch Nacht sich eigentlich gucke. Dieses Rauschen. Friere ich jetzt? Ja, ich habe da unten auch ein komisches Symbol. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ja, frieren. Frieren. Jetzt frieren wir. Jetzt frieren wir nicht mehr. Okay, das Spiel weiß nicht, was es will. Wir können wieder in die Bude. Genau, es normalisiert sich. Ach Mensch. Also ja, ihr Lieben, ich schaue meiner Frau gerne immer hinterher. So, was sagt denn hier der Räucherstatus? Er sagt, ich habe keinen Schimmer. Ja, es räuchert vor sich hin, okay. Mhm. Aber das dauert ja lange. Krass, krass, krass. Aber gut, man kann konservieren. Ja. So, was anderes. Ich habe einen besseren Bogen gelootet. Mhm. Aha. Und ich habe eine Keule. Die auch wohl... Ja, die ist primitiv, aber besser als nichts. Ich muss sie nicht machen. Why not? Und ich habe Leckerchen. Auch der Fisch. Mhm. So, wie war das mit Betäuben? Komm mal her, Frau. Ding. 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 So. Da haben wir wieder das Teil. Schatz, nicht immer vor die Tür stellen. Das ist sehr kontraproduktiv. Lassen. Ciao. Und hier das Paket im Wasser bitte nicht einsammeln. Ja. Weil ich weiß nicht, warum eben der eine Kristall hier in die Truhe kam. So.
Wo haben wir denn... Oh. Fasern fehlen mir. Hast du noch Fasern, Lena? Dann besorge ich mir mal nächtliche Fasern. Hohoho. So, reicht das? Jo, es reicht. Na dann. So, jetzt habe ich nämlich noch ein schönes Spielzeug. Ah, ich bin wieder bei Tab gelandet. Ich dauernd Tab. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal reinkommen. Aus Sicherheitsgründen. Man muss mich ja nicht sehen. Weil ich glaube auch, ein Haus schützt einen schon mal davor, gesehen zu werden. In manchen Spielen ist das ja egal. Da sehen dich die Viecher durchs Haus, riechen dich durchs Haus etc. Hören dich. So, und haben wir wenigstens so einen minimalen Schutz. Und jetzt kann ich mal kurz gucken, was kann ich für Sattel. Parasau. Das sind normalerweise, jetzt google ich nochmal, die, wo ich eben gesehen habe. Die mit diesen... mit diesem hornartigen Gebilde hinterm Kopf hochguckt. Ja. Nichts gerade, überhaupt nicht. Ja, das sind die. Okay. So, für den Parasaur-Sattel brauche ich 80 Leder, Heide, Witzka und viele Fasern. Gut, das bedeutet viel. Okay, krass. Viel wegnatzen. Also, ja. Kommen wir morgen mal, wenn es wieder hell ist, eine Tour machen. Ich erleuchte dich. Ah, oh, danke. Ich war hier in der Ecke. Ich wusste nicht. Ich habe die Kisten gesucht eigentlich. Wegen im Stein. Das ist heftig. Also wie gesagt, Schatz, ich kann kein Narkosemittel machen, warum auch immer, obwohl ich schon kann. Ja, warte mal. War das nicht noch ein anderer? So. Meine Gesundheit. Wie schaut es damit aus? Konsumgüter. Doch, Schatz. Hm? Du musst, wenn du. Kannst du auch zeitgleich hier drauf zugreifen? Ja, aber ich. Ja. Mach mal bitte. Ja? Dann hast du links den Ordner Konsumgüter. Ja? Also im Inventar Konsumgüter, Medikamente und voila. Okay. Aber pack nicht alle Narco-Berries rein. Weil ich werde auch welche brauchen, wenn ich nachher Viecher zähmen will. Ich will noch so einen Parasaurier zähmen. Dann hat man einen schönen Saurier, mit dem man schneller unterwegs ist. Ja. Narkosemittel. Verdorbenes Fleisch. Kann ich da 6 Stück schon mal reinpacken. So. Mach jetzt erstmal so 5 bis 6, oder? Ja, ich glaube, bei dem brauchst du schon so... Ja, werden wir sehen. Der frisst auch Narkosebären, so ist das nicht. Ich glaube, Narkosemittel ist dann hauptsächlich für größere Fleischfresser. Boah, meine Frau. Nee. Das ist ein schöner Effekt gerade mit dir hier, wie du beleuchtet bist. Ja. Nee, ich brauche das Narkosemittel dann für später das Heilmittel zu machen, weil das brauchen wir ja für uns. Okay. Quasi, deswegen will ich da ein bisschen was jetzt schon mal machen, dass wir das haben. Ja. Aber wie gesagt, Narkoberries brauchen wir auch zum Zählen. So. Gut. Ich habe jetzt erstmal 5 Stück gemacht. Das. Die Bären lasse ich auch drin. Stimmt ja. Wir sehen eigentlich, was uns gerade schädigt, unten mit diesen Symbolen. Ja. Also, Hitzesymbol müssen wir drauf achten, Kältesymbol. Und jetzt bin ich gerade hier am gucken, kann ich das noch bauen oder nicht? Das Narkosemittel erhöht deine Gesundheit, aber lässt dich einschlafen. Wäre dann nicht so schlimm, wenn wir sagen, wir haben wenig Gesundheit als... Weiß es nicht, Schatz.
Es kann fatal sein. Ja. Weil es kann sein, dass du dich in Sicherheit wägst und dann... Oh, ätschi bätschi, ne? Mhm. Haben wir die Fackel hier? Ach, hast du gerade hin? Ja, die habe ich gerade hingestellt. Ja. So. Ah, es fällt Licht. Noch nicht. Warum? Jetzt. Ja. So. Du siehst wenigstens ein bisschen was. Ja. Wobei, so hell ist sie jetzt auch nicht. Sind aber echt viel. Scheiße, echt gar nichts eigentlich. Interessant. Ah, ich wollte wieder Tab machen. Ah, das dauert ein bisschen. Ihr Lieben, es ist stockduster. Man sieht rein gar nichts. Was sagt die Gesundheit? Die Gesundheit sagt, ja, hoch geht. Ja. Wir werden auch bald wieder leveln. Bald gibt es weitere leckere XP. Mm. Mhm. Ja, also beim Bartwuchs über... Ja, ich habe einen stärkeren Bartwuchs als der in echt. Obwohl, sein Kinn ist ungefähr hier. Ach. Mal sagen, ungefähr bis hierhin habe ich Bart. Nee, nicht ein Bart. Nur lasse ich mir jetzt auch die Haare wieder lang wachsen. Ich hatte ja die Frisur gehabt, so wie Ragnar Lothbrok aus Vikings. Hab's dann damals abgemacht, weil, ja, wenn man Kinder hat, die finden das geil, lange Haare. Findet Papa dann nicht so geil. Aber ich mach's jetzt wieder. Weil es mir gefallen hat und ich habe mir sagen lassen von meiner Frau, ihr hat es auch sehr gefallen. Ja, hat so, so schön. Hat ihr gestanden. Hallo, ich bin Nobody, der ganz nette Wikinger. Oh, da ist ein Frauchen müde. Ja. Mams, Mams. So, genau. Ach, das ist ein Bauplan, den ich da habe. Also diese Fackel ist echt vom Bobs. Okay, jetzt ich... Ich weiß nicht, was ich mit dem Bauplan mache. Ich erinnere mich irgendwie so vage an Baupläne, aber... ich glaube, ich muss erst weiter handwerkliches Geschick steigern. Okay. Ja, wir werden sehen. Ich habe wieder verdorbenes Fleisch. Wie schön. Dann packe ich hier einen Mörser rein. So, wenn es wieder Tag wird, muss ich auf Ledertour gehen. Oh, da hinten kommt wieder eine weiße Crate runter. Ne, eine gelbe. Es ist dumm, was ich mache. Und da hinten kommt auch nochmal eine weiße. Ah, okay, das hat sich erledigt mit der Crate. Schade. Hier sehr, eine Wandfackel könnte man machen. Wird bestimmt heller. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Feuerstahl, Metallbar. Wo kriegt man den denn her? Ja, da musst du noch lange warten, mein Schatz. Ja. Ich kann den Ofen, die Schmelze könnte ich bauen. Brauche aber sau viele Ressourcen dafür. Ja. Höre ich da Velociraptoren? Oder Raptoren? Weil Velociraptoren werden in echt kleine Viecher, nicht so wie in Jurassic Park.
Die hätten nie die Tür aufbekommen. Wir wären einmal hoch ans Fenster gesprungen, platsch, und dann wie so eine Fliege so runter. Aber Raptoren per se, ach, die sind böse. Die sind noch größer als die aus Jurassic Park. Aber gut, damals wurde so gut es ging, gut wie möglich das dargestellt. Ja, die Crate wird sehr weit weg sein. Da hinten war ja ein großer Pflanzenfresser. Das ist ja... Was knurrt mich hier an? Hey? Nee, irgendwas knurrt hier die ganze Zeit. Okay. Ach, da hinten. Ich habe den Saurier betäubt, aber kann irgendwie nicht drauf zugreifen. Okay. Schade. Ja. Mir leid. Ja, hast du es versucht, könnte es ja nicht immer. Ja, ich wollte ihn jetzt eigentlich... Er ist ein kleiner Saurier gewesen. So, mal gucken, wie ich ihn tame, wie viele Bären er killt, etc. Mhm. Eine Pflanzenfaser, ei. Hier, gut. Weiß nicht, ob ich hier hingehen will. Weil wo meistens auch ein großer Pflanzenfresser ist, hast du auch jemanden, der den ziemlich doll lieb hat. Mhm. Ist denn echt dein Ernst, dass da oben... Wie soll ich denn da hinkommen? Hey, Langhals, kannst du mich auch hochheben? Oh, ich fange an zu frieren, sehe ich gerade. Nein. Aber Gesundheit gilt. Der Langhals steckt hier fest. Ist auch schön. Prima. Ja, ist gut, großer. Kann ja auch nichts dafür. Ja, das Ganze umschwimmen will ich nicht, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht ein Hai kommt. Das wäre dann ein Haps und weg. Ja. Und der Langhals ist mir leider im Weg, dass ich sehen kann. Ah, hier gibt es doch keinen Durchgang, oder? Wohl, vielleicht. Ein bisschen. Ah. Oh, come on. Mache ich den Langhals jetzt wütend? Dass er mich hier hochkickt? Oder zermanscht er mich? Das ist die Frage. Ich komme da nicht hoch. Komm ich einfach nicht hoch. Da komme ich einfach nicht hoch. Wie schon erwähnt, das Spiel ist nicht Valheim. Das Problem, wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich potenziell wieder in Gebiet, Waldgebiet und Waldgebiet. Ja, siehst du, vor Freude habe ich wieder gekackt. Waldgebiet bedeutet, Räuber sind auch am Start. Was? Bin ich jetzt geflogen? Hm. Ja, komm hoch, komm. So, einmal. Das habe ich geschafft. Das ist schon mal schön.
come on. Doch lächerlich. Also, diesen Hüppel da musst du doch überspringen können. Nö, ich komme da echt nicht hoch. Kacke. Aber vielleicht doch. Komm, hält er an. Da. Oh, haha. Kann ich nicht in die Hocke gehen? Kann ich Kopf springen? Komm ich da durch? Komm ich da durch? Komm ich da durch? Bitte, 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 bitte. Ja. Nein, ich glitsch runter. Das soll nicht sein. Ja, liebe Crate, ich werde nicht mehr riskieren. Ich hätte dich gern gelootet, aber geht nicht. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich fälle einen Baum. Setze ein Fundament. Okay, ich bin weg. Warte. Ja, das ist ein ganz komisches gewesen. Wo ich schon denke, warte mal, wir sind noch nicht hier im Gebirge. Und da müssten auch Dire Wolves, also Wölfe. Mhm. Aber wenn jetzt hier irgendwas Rudelmäßiges mich angreift, war es das. Ich komme mal lieber zurück. Käppchen ist draußen. Ja, drin ist mir zu warm und draußen ist mir zu kalt. Das ist mir wieder so ein Hin und Her gerade hier. Ja, ich sehe es auch gerade. Mir ist jetzt wieder zu warm. Das ist nervig. Hier vorne ist dir wieder zu kalt gleich. Pass auf. Ja, jetzt ist wieder kalt. Jetzt ist wieder warm. Was nun? Und da hinten die bekämpfen mich. Das ist gerade interessant. Wer? Die Flug. Auch wieder da hinten gerade. Steht da was im Wasser? Ja, irgendwas ist da. Ich weiß aber nicht was. Ach, das ist wieder so ein verbackter Fisch. Ah, okay. Nein, ich will doch nicht dahin springen. Warum? Machen die da? Achso, Wasser, ein Fischluck. Ist wahrscheinlich. So. Ja. Hat eine ganz komische Leiste jetzt hier unten. Ah, okay. Hier oben hat sich, glaube ich, was bewegt. Ich weiß nicht, ob wir mal reingehen sollten. Schatz, das war das Stichwort, reinzukommen. Ja, ja, ich wollte nur mal kurz gucken. Bin drin. Ja, bald geräuchert. So, was können wir denn noch hier Schönes? Ja, so ein Wickel. Ist auch eine geile Waffe, kann man es nicht nennen. Du schleuderst das Ding in die Füße von deinen, von den Viechern. Mhm. Entweder stolpern sie, glaube ich, oder verlangsamen sich. Dann kannst du die auch besser annehmen zum Tamen. Und okay. Betäuben und dann. Ne? Das funktioniert, glaube ich, auch bei Großsauriern. Ne? Also so, ja, groß. Nicht sowas wie die Langhälse, das glaube ich nicht. Aber ich glaube sogar bis zum T-Rex in etwa. Aber er ist dennoch noch flink unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also sollte man nicht denken, ja, ich bin safe. Uh-uh. Ja, Lieben, ich sehe gerade, wir haben just 2 Stunden Aufnahme schon geknackt. Heftig. Krass. Dafür, dass das ein Special ist, ist es ziemlich lange krank. Boah, echt krank und krass.
Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es so lang ist. Dann haben wir mal so einen kleinen Einstieg jetzt auch in das Spiel. Ja. Ja, es ist Learning by Doing. Und wie gesagt, wir werden dann sehr wahrscheinlich nochmal bei Null anfangen. Ne? Mhm, uns wohl auch einen Server holen. Und wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr Ark liebt oder mögt, wie auch immer, meldet euch. Da können wir so einen kleinen Community-Server aufmachen, wie gesagt. Das ist dann machbar, dass wir zusammen ein bisschen was zocken. Aber danach könnt ihr euch nicht richten, weil, wie gesagt, unsere Aufnahmezeit begrenzt ist. Aber dass wir trotzdem mal ab und zu hier und da diese ein oder andere Aktivität miteinander machen, das wäre super. So ein Miteinander. Und dieses Spiel hier, wie gesagt, als ich das bei ZOS Gaming gesehen hatte und dann auch, wo sie auch so einen Community-Server hatten mit vielen Leuten, das war richtig, das hat mich begeistert. Hätte ich damals auch Zeit gehabt, weil beruflich war es auf keinen Fall möglich, auch abends war es schlecht, hätte ich gefragt, ob ich da auch mitmachen kann. Also, das war noch vor meiner Zeit als Let's Player. Einfach nur so zocken. Weil dieses Spiel hier, das gibt einen viel. Ja, richtig. Och, da war die Tür. Mir ist heiß, gleich ist es mir kalt. Denk dran, Wasser auffüllen. Ja, hab ich schon gemacht. Alles gut. Die Strahlen sind alle viel zu weit weg. Ich könnte ja böse sein und sagen, ich probiere den Langhalsnapplatz zu machen. Nur, das ist eine Naturgewalt. Wenn der entfesselt ist, dann war's das. Der zerstampft mich. Oh, ihr geht mir auf den Sender hier. Oh, irgendwas wird gefressen. Vogel? Okay. Ja, hier spawnt jetzt auch nichts Neues. Mit dem Triceratops will ich mich auch nicht unbedingt anlegen. Uhuhu, genau. Wieder Tab. Ist jetzt keine weiteren Narco-Berries gefunden. Komisch. Ah, jetzt glaube ich. Oh, drei Stück. Jetzt auch hier ein bisschen auf Suche, weil die wichtig sein werden. Tipp. Vielleicht hört ihr auch mein Keyboard jetzt, weil ich so exzessiv auf E drücke. Ah, meine Frau ist hier neben mir. Ja. Auch hier brauche ich keinen Boden. Kann ich mit. Boah, krass. Fast viele Pflanzenfaser, aber insgesamt nur 5 Narco-Berries. Wenn wir die Sichel uns craften können, gibt es ja glaube ich nur in Metall. Ich guck noch mal kurz. Ja, wir haben sie noch nicht. Ne? Gibt es nur in Metall. Dann kriegen wir natürlich noch viel mehr raus. So, Schatz, bitte. Geh nicht weiter hier ins Landesinnere rein. Ja. Weil, wie gesagt, je weiter du reingehst, je wahrscheinlicher ist die Chance, dass hier mal ein T-Rex oder so über den Weg läuft oder ein Raptorenrudel. Hier, das zum Beispiel ist so eine optimale Stelle, dass ein T-Rex da aus dem Wald rauskommt oder hier von hier oben. Okay. Sagte er und machte es trotzdem. Ja, ich suche jetzt irgendwas, was ich erlegen kann für Leder. Wir brauchen viel, viel Leder. Also Schatz, ich bin jetzt nicht mehr bei dir, ne? Ja, ich bin ja wieder weiter vorne, alles gut. Okay. Ich höre Gestampfe. Irgendwo gab es Gestampfe. Okay. Wie ruckelt? Gleich tut er vor dir aufploppen. Ja. Das ist.
Irgendwo ist, glaube ich, ein Raptor. Ping mich mal bitte an, dass ich, ich habe gerade keine Orientierung. Hilfst dir das ein bisschen? Ich sehe es. Ich habe sehr wahrscheinlich Raptoren am Hintern, also rein in die Bude. Okay. Oh! Jetzt aber. Kannst du nochmal einen Ping setzen, bitte? Ja. Okay. Ich bin jetzt aber auch schon weg auch zum Dings. Zum was? Zum nach Haus. Ja, das sollst du ja. Nobody, mach es nicht. Hallo Panzerschildkröte, wie geht's dir? Hier hinten ist was rumlaufen da bei mir. Wie heißt du? Ja, pass auf, was da bei dir hinten rumläuft, Schatz. Ja. Alles gut? Es ist nur wieder mein Speer, der kaputt gegangen ist. Geräusch hier gefällt mir gerade nicht. Was ist das? Fliegen! Nein, ich bin gleich tot. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Boah. Ich wurde zerstochen. 250 Meter. Ich bin gestorben. Ja, ich bin runtergefallen. Ich habe nur ein komisches Summen gehört und dachte, hä? Okay. Ich sehe nichts. Okay, jetzt achte mal drauf. Was passiert mit meinem Schlafsack? Nö. Ist zerstört. Ach, das ist doch eine Sauerei. Das ist doch doof. Ja. Das heißt, immer wenn wir sterben, wird jetzt automatisch zerstört. Ja. Das ist echt blöd. So, also ich war. Ja, mir ist kalt, Mimimi. Soll ich mitkommen? Nee, ich versuch's so. Oh, schön. Boah, Parasaurier, du hast mir Angst gemacht. Ich will dich zähmen später. Tschüss. So. Nobody. Ja, irgendwo da oben habe ich ja ein Vieh erlegt. Mhm. Aber ja, die Insekten waren sehr, sehr übel. Ich bin da nicht mehr weggekommen. Oh je. Yeah. So, was hast du für ein Level? 41. Ja. Schaffst du die? Ja, Oh, nee, das ist ein Pärchen. Wenn ich den einen angreife, habe ich den anderen auch am allerwertesten. Dann lasse ich erstmal tunlichst die Finger von. Ja, also hier hinten bei uns auf der rechten Seite ist einer rumgekrepelt. So ein Mini-Raptor, glaube ich. Also hier hinten auf der anderen Uferseite haben wir wieder einen Spucker.
Okay. Ich friere, ich sollte dringend mich aufwärmen. So. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Mir ist zu warm, ich sollte mich abkühlen. Ich versuche mal das Vieh hier zu pieksen, mal gucken, wie stark es ist. Was für ein Vieh? Was hier hin vor uns? Auf der rechten Seite das da. Vorsicht. Das ist, glaube ich, ein Oviraptor. Warte mal. Der ist friedlich. Der wird mir nicht angezeigt. Das ist, glaube ich, ein Oviraptor. Der ist sehr gut, wenn man... Lassen. Der ist sehr gut, wenn man dann mal später züchten will. Eier hat und so weiter. Ah, okay. Und dann würde ich da auch so ein Stolper-Dings machen, so ein Seil, wo du wirfst. Weil der ist sonst zu flink. So, okay. Holz. Und Feuerstein. Dann kann ich mir wieder ein Speer machen. Ach so, stimmt. Ich brauche jetzt doch wieder dringend Leder. Ich will oder nicht. Ob ich will oder nicht, ich brauche es. Seht ihr wieder Hitzewallung, trotz dass es im Wasser ist? So geil gerade. Hallo, ja, ich bin schon im Wasser, mehr kann ich nicht machen. Taucht und geschwommen bin ich auch schon. Oh, da hinten ist nochmal eine Crate, sehe ich gerade. Die will ich haben. Bitte lass Leder drin sein, wäre schön. Teile zum Bauen gewesen, wow. Ah, okay. Und ich bin natürlich krass überladen. Nein. So, kann ich das hier? Nein. Tracking. So, er hat zu dismiss, okay. Was lasse ich denn fallen? Ja, im Prinzip ist das jetzt eh Kappes. Genau, jetzt hänge ich ja fest. Schöne Sache. Nee, da wo Sonnenaufgang ist, wie bei dir, verglüht man. Der Schatten macht wohl doch ein bisschen noch was, wenn du im Schatten und Wasser bist. Wobei das Wasser auch extrem... Boah, okay. Also, dieses Spiel. Weißt du was, fallen lassen? Ich lasse die alle fallen. Wir haben erstmal unser Starterhäuschen. Verpiss dich, ja. Ich muss...
bitte nicht. Was ist denn? Nö, ich habe nur gerade ein bisschen was Größeres. Schnell rein. Los, geh rein. Gut. Alles gut. Achso, man ist auch schneller, glaube ich, unterwegs. Wenn man keine Waffe hat. Mhm. Also im Wasser. Okay. Was hast du Größeres denn gehabt? Ein kleinerer, größerer Raptor-mäßig irgendwas, was da lang kommt. Das ist doch derselbe von eben. Nee, der war größer. Einiges größer. Ich muss raus, ich will hier sonst. Boah, also jetzt sind wir hier am Verglühen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin auch nicht mehr wirklich. Hier, wo ich gerade stehe, geht's. Bin ich so ein bisschen im Schatten. Also, wenn hier ein Raptor war, ich sehe ihn jetzt leider nicht mehr. Ja, gut so. Weil ich ihn sonst platt gemacht fürs Leder. Oh, hier Schatten. Was? Ach, I. Jetzt muss ich mich dran gewöhnen. Eben hat es so schön geklappt, dass ich dauernd I für das Menü gedrückt habe. Ja. Lade wieder ein bisschen Gesundheit auf. Das ja. Ist gut. Oh ja, der geht mir auch auf den Sack hier. Ja. So, auf der Suche. Ja. Also ein Raptor sehe ich jetzt hier nicht. Boah, der hat mir den Bogen aus der Hand geschlagen, der Vogel. Musst du aufpassen, Schatz. Okay. Interessant, dass die das machen. Der hat mir was geklaut, der Sack. Aha. Und ich habe ihn gekillt. Ich weiß nicht, was er mir geklaut hat. Irgendwas hat er im Schnabel gehabt. Aha. Aber okay. Ich habe ihm dann gezeigt, dass ich das nicht so toll fand. Ja, gut so. Jetzt war gerade der Ton weg. Hallo Dodo, wie geht's dir? Ja, echt? Wie geht's dir, Dodo? Aber warte mal, hier in Ascended muss man aufpassen, weil oftmals laufen dann die Tiere auch mit Kleinen rum. Mhm. Ich will jetzt nicht unbedingt das Vieh zum Waisen machen. Aber ist kein Star. Da hinten haben wir wieder so einen komischen. Weiß nicht was. Über uns ist ein Vieh im Haus. Also. Strecksvieh. Was denn? So ein fliegendes attackiert gerade das Haus. Ich bin zwar drin, aber. So, ja, ich sehe es. Ich komme dann mal. Nee, alles gut. Ich bin in Sicherheit. Also. Ja, aber trotzdem, ich habe keinen Bock auf die Viecher. Wenn die dir Inventar aus den Pfoten schlagen können oder klauen können, dann ja, müssen wir die wegmachen. Ja. Jetzt fliegt er wieder so um. Ah, jetzt fliegt er ganz anders. Oh, ich dachte, die... Oh, krass.
Tschüssi. Hast du erwischt? Ja. Ich brauche Holz. Vorsicht, im Wasser hast du noch eins von diesen Viechern. Ja. Nee, warte mal, was tut man? Ich hab doch. Ach, Stein fehlt mir bestimmt. Oh, das ist ein aggressives Vieh. Hm. Unten die Kiste. Wo ist denn der Stein jetzt hin? Da. Ja. Dann sag mir mal bitte, was mir fehlt. Hä? Feuerstein. So. So. Merci. Jetzt würde ich liebend gerne das hier wieder craften. Weil ich finde es nicht so toll, keinen Schlafsack zu haben. Hm, genau. Boah, das hat nur ein Stück geräuchert. Ach du, das dauert ja echt ewig. Ja, aber scheinbar wenigstens. Wenigstens. Verfällt das gegrillte Fleisch dann, wenn ich. Ah, okay, gut, das ist dann schon mal gut. Auch Fleisch habe ich jetzt einiges dabei. Kohle mache ich mal da rein. Okay. So, ich wollte ja gucken, wie viel brauche ich da? Stein wäre nicht das Problem. Fasern und Holz. Hast du noch das? Oder? Ich werde noch, was du sammeln kannst oder gucken kannst. Fasern haben, ich glaube, Holz könnten wir noch ein bisschen brauchen. Ich gehe nochmal nach Leder Ausschau halten. Ja. Dann hole ich ja im Holz und Faser. Doch hier weg gemacht, warte, warte. Oh, das ist ein Baby-Dodo. Oh. Nee, deine Mama lasse ich dir. Guten Tag. Perfekt. Fasern, Holz. Ist was? Hm.
Ja, wenn Bäume fällen, auch im echten Leben so einfach und schnell gehen würde. Da sein würde. Ja, das wäre schön. Ist ein bisschen mehr Arbeit. Selbst mit der Kettensäge muss man aufpassen. Dauert's. Aber das Schöne an Bäumen ist, das ist ein, ja, eine Unendlichkeitsressource. Für nachhaltig. Sudeli. Oh, Fröschen ist überladen. Jo. Ich bin hinter dir. Kann ich irgendwas mit dir anstellen? Will ich jetzt Handschellen? Dann könnte ich's. Dann muss ich noch craften. Freischalten und craften. Die sind verhaftet. Ich kann auch nicht mehr wegrennen. Das ist so fies. Also, meine Frau weiß, nichts wird sie angreifen, nichts kann ihr schaden. Alle haben Respekt vor ihr, deswegen geht sie so. Ja. Bei dir da oben alles in Ordnung? Schatz. Ja? Guck mal, was da hinten im Wasser schwimmt. Das ist ein Parasaurier. Nein, den siehst du nicht mehr. Die sind eigentlich harmlos. So, gucken wir mal kurz. Masern. Holz. 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 Und ich bin maßlos überladen. Kann ich denn... Hahaha. Oh, kommst du mal kurz mit vor die Tür? Hatte ich mir wenigstens meine Sachen hier entladen. Okay. Oh, jetzt muss es gehen, jetzt habe ich wieder. Cool. Willkommen bei Raft. Genau. Was mich interessieren würde, kann ich hier noch was drauf schnellen, mal was bauen? Was brauche ich denn für eine Crane? Oder besser gesagt, hier wieder. Nee. Ein paar sind Stroh und Holz. Das sollten wir doch hinkriegen. Ach, mehr Holz. Mehr Holz, nobody. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, es würde funktionieren. Okay. Aber, wenn das schon funktioniert, ist jetzt die naheliegendste Frage. Ja, komm, das.
Schönes. Gucken wir mal. Kann ich das vielleicht auch so setzen, wie ich denke? Okay, das geht schon mal nicht so wie gedacht. Und? Ah, sieht nicht so schön aus. Doch, egal. Dann machen wir das folgendermaßen. Zum Wasser? Naja. Ist auch was Größeres mit Pipi. Wo? Links. Ja, Parasaurier. Mit Pipi. Ja. Deswegen, ich möchte die nicht angreifen. Ich verschone sie. So. Kurz gucken, wie es davon aussieht. Not bad, not bad. Dann kann ich das hier mal reinjagen. Das auch, nein. Weißt du was, würde ich dich gerne hier reinlagern. So. So, ihr Lieben, dieses Spiel, ich kann nur wiederholen, ich liebe es.
Ich glaube, ich jetzt 29. Ja, das reicht jetzt mal. So, mein liebes Frauchen, hast du zu essen dabei? Ja. Okay. So, dann mal kurz gucken. Würde das klappen? Ah, ich denke mal. Da bauen überhaupt. Na, Familie Parasaurier. Ist ja okay. So, ich würde an deiner Stelle gucken. Nimm dir noch mal genug Beeren und so weiter zum Essen mit. Ja, habe ich. Dann halte dir die Beeren in Ehren. Mhm. So, die hol ich mal mit. Die hol ich mal mit. So. Müsste ich eigentlich erstmal ausreichend haben. Oh, hast du mich erschreckt. Hä? Mein Schatz, würde ich sagen, komm heraus. Ja. Sicher, es wird mit Regen und Gewitter. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Gut. So. Machen wir die Tür zu. Und hier, genau, der beste Punkt, um hier raufzuspringen, ist hier auf diesen Teil immer. Das saust ganz schön ab. Ja, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Ja, ich merke, es ist spannend, schwierig zu sein. Ach, steuere ich auch mit der Maus? Ja, das wäre dann einfacher. Ja, Tatsache. Ja, dann geht's doch. Ja, mache ich ungern. Ich habe lieber Tastatur. So, fahren wir mal auf die offene See. Die Hoffnung, dass kein Wasser für uns ranzt. Okay, der Langhals ist entweder gerissen worden oder hat keinen Bock mehr gehabt. Er war hier rechts am Rumbacken. Ah, hier ist ein bisschen mehr Spawn. Was ist da hinten? Hier haben wir schon mal Triceratops mit Babys. Der Raptoren angreift. Nee, Spucksaurier. Ja, mach sie hin. Ist das da hinten eine Schlange? Lass das kleine Baby in Ruhe, sonst steig ich ab. Nee, das sind Wurzeln. Aber es gibt auch Gigantoboas, also Vorsicht. Die sind aber, glaube ich, im Sumpfgebiet. Das ist eine Schildkröte. Ist eigentlich friedlich, sei denn, du greifst sie an. Dann hat sie doch schon ein bisschen Schaden, die dir austeilen kann. Ja.
Oh, Level Up. Warte mal kurz. So. Boah, so viele Punkte frei. Krass. Mhm. Also ich finde, das sieht richtig geil aus. Wasser, alles. Ja. So, vor uns haben wir sogar ein Feuer, also vor dir, ne? Falls mal kalt werden sollte. Mhm. Ah, guck mal, rechts Langhals. Ist ja gerade am Kämpfen. Ja. Ja, da ist auch ein Parasaurier, die sind ja friedlich. Aber hier müssen wir aufpassen, das ist Flussmündung. Das kann das Dinosaurierland sein. Ja. Dadurch kommen wir nur sehr schlecht. Probieren wir mal den Weg hier. Das Problem, wenn da ein Spinosaurier ist. Oh. Sind das Kanus? Vor uns. Was ist das? Oh, jetzt habe ich auch mal gesehen, wie der einen Fisch gefangen hat. Ja. Ich glaube, das ist ein Kanosaurier. Der kann ins Wasser kommen und ich glaube, der wäre schneller als wir. Ey, okay. Du kannst ja mal nach hinten gucken. Ja. Weil ich kann jetzt schlecht. Ja, das. Ah, ich bin jetzt auch ziemlich nah am Ufer. Besonders auf offener See auf keinen Fall ins Wasser springen. Ja. Dann hast du alles Mögliche. Toll, mir ist zu heiß. Ja. Es regnet. Es ist bewölkt. Ja. Oh, unter Wasser sich das erschrecken. Okay. Wenn wir fahren, geht's dann. Stimmt, Wind bestimmt. Wir sind fleißig am Entdecken, an Kunden und Entdecken. Das ist ein komischer Vogel da links. Ja, aber Vorsicht, die kann garstig werden, wenn du sie reizt. Also angreifst. Das ist ein Phönix da, keine Ahnung, komisches Flattervieh. Nee, kann das nicht sein. Das wäre ein Gebirge, die Adler, die Riesenadler, die Greifer. Ja, Steinchen. War das das Geräusch? Ja. Ich habe schon gedacht, da krummelt irgendein Vieh und dachte, what? War uns vorsichtig, genau. Kommen wir jetzt auch ins Nebelbiom? Okay. Das finde ich interessant. Das ist eine Ruine oder was ist das? Ja, oder? Ja, Ruine. Mhm. War das nicht so, dass auch T-Rexes in der Nähe spawnen? Warum könnte das Eisen sein? Ah, ich weiß es nicht, Schatz. Aber das bringt jetzt derzeit noch nicht so viel, weil wir ja nicht die Schmelze haben. Ich frage mich gerade, was es vor uns ist. Also nicht der Langhals, sondern im Wasser, was man da sieht. Was ist das? Ja, Langhals, hab dich nicht so. Du kannst gut schwimmen. Ich kann es noch nicht deuten, was es sein soll. Seltsam. Mhm. Ups. Langsam. Was ist das? Das ist wieder so ein Bug von Saurier.
Nur ein sehr, sehr seltsamer Felsen. Ja. Mal kurz auf die Karte. Geh weg, sonst haben wir dich. Ganz vorne am Land sehe ich einen Triceratops schon mal. Eine Schilde im Wasser. Unten ist ein Artefakt, glaube ich. Irgendwas, so ein Echsenhund auf den kleinen Raptoren, glaube ich, eher. Noch ein Triceratops. Ach, gucken wir mal hier vorbei. Was kann denn schon schief gehen? Hallo. 5 Sekunden später. Lauf, Köpfchen! Der Gigantotirex ist in der OZ. Das sind Ruine, die kenne ich eigentlich nicht. Ja, wo ich uns jetzt hinfahre, das ist eigentlich dann auch schon wieder mögliches Spinosaurierland, ne? Wenn der jetzt auftaucht, der ist auch schnell im Wasser. Ja. Ich glaube, das Floß hätte da das Nachsehen. Ja. Kann man eigentlich nur mit irgendwas Fliegenden. Ja. Oh, komm. Du kannst ja auch immer so rechts und links gucken. Ja, guck ich schon immer. Ja, dich selber. Oh, wir müssen weg, da sind wieder die Stechviecher. Okay. Die fliegen. Mhm. Ja, es ist wie in Ebenenbiom in Valheim. Mhm. Die sind übel, die Viecher. Da hinten ist ein Langhals. Mhm. Geh weg. Schatz, du musst angegriffen, falls du es nicht merkst. Ja, du wurdest angegriffen. Ja, ich weiß. Da müssen wir rüber. So, dann halt so. Ja, wir brauchen definitiv Blutsaurier. Denn dann sind wir viel schneller unterwegs. Können auch viel besser auf große Karnivore, also Fleischfresser, reagieren. Man muss ab und zu halt Pause machen und aufpassen, dass man währenddessen halt nicht verspeist wird. Aber da eignen sich wie hier oben diese hohen Felsformationen ganz besonders gut. Mhm. Tja, meine Lieben, ich habe euch angelogen. Das hier ist Crap. Aber das Wetter ist zugegebenermaßen viel, 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 viel besser. Das muss ich wirklich zugeben. So. Und so sind wir im Kreis gefahren. Aber seit wann haben wir hier jetzt einen Triceratops? Haben wir durch unsere Abwesenheit ins anderen Spawn ausrüst. Oh, mit Baby. Was ich gehört habe, hat mir nicht gefallen. Wen schießt du denn da ab? Wie kann man denn den Pfeil wieder wegmachen, wenn man ihn gespannt hat? Gute Frage. Genau. Das wähl nochmal die Taste von deinem Bogen aus. Drück da nochmal drauf. Vielleicht wird dann der Bogen ohne zu schießen weggenommen. Ja, das kann ich dann jetzt mal probieren. Sollen wir mal zum Spinosaurier fahren, den ich gesehen hatte? Ja, ne?
Na, ist nicht mehr. Doch, vor uns ist er. Siehst du ihn? Fahr mal so schräg. Rechts am Ufer. Ja, ja. Und der ist im Wasser. Oh, ich geh mal weg. Vor uns ist ein Hai, auch schön. Mhm. Also der Spino, das war damals so, sobald er irgendwas zu fressen sieht, wird er richtig geil drauf, jagt dem nach. Dann hat er meistens immer irgendein anderes Vieh im Umfeld. Macht das platt, macht das platt, macht das platt. Und so kann er ziemlich schnell auch zu dir kommen. Und dasselbe Prinzip war damals beim Giganotosaurus, außer dass das Vieh so unglaublich unfair overpowered war. Das hat sich von 10 Milliarden Kilometern gesehen und war dann in Überlichtgeschwindigkeit bei dir. Also, es tat mir auch damals leid bei Zos Gaming. Als die die Erfahrung mit dem gemacht hatten und auch ihre Community-Member. Das Vieh hat so viele gute Flugsaurier etc. gerissen. Eieieiei. Und stört im Wasser. Vorsicht! Ja, wir können erstmal größtenteils ohne Flugsaurier nur so erkunden. Ne? Mhm. Und ja, also wenn wir das hier als Let's Play machen, wie, oh, bin ich da angedützt oder? Hm. Wenn wir das als Let's Play machen, müssen wir mal gucken, auch Folgenlänge. Das wird dann nicht so wie jetzt hier stundenlang sein. Das ist klar. Ja, richtig. Ja. Mal gucken, vielleicht so. 20, 30 Minuten. Mhm. Besonders, wenn wir dann halt mehrere Folgen pro Woche machen möchten. Statt nur zwei. Ja, richtig. Ja. Da will ich jetzt ungern reinfahren, weil wenn da was spawnt, haben wir die A-Karte. Was ist denn für ein Geräusch? Hier die Ecke erinnert mich ein bisschen an die Algarve. Ja. Ah, war das eine schöne Zeit. So. Ja, wir haben hier einiges zum Umfahren. Achtung! Ey, bin der Passagier an Bord. Sauerei. Ich glaube auch, wenn man getamte Saurier hat, kann man die auch hier mit einem gewissen Umfang mit raufnehmen. Ah, okay. Ja, in echt wird das Ding ja so bitterböse senken oder auseinanderplatzen vom Gewicht. Ne? Ist ja genauso, es gibt ein paar Saurier, da kannst du Plattformen drauf bauen. Den großen Flugsaurier, den Langhals und ein paar anderen. Auch diese Paracita Aerium oder wie die heißen. Mhm. Ich ja. Manche nennen sie ja Paracetamol-Tierchen. Da kannst du, glaube ich, auch so eine kleine Plattform, so eine kleine Base drauf bauen. Da hinten der Teil, der sieht mir nicht so einladend aus. Da habe ich ein Gefühl, da hast du sehr viel Großspawn. So wirkt es zumindest. Aber für das Ding kein Motor hat, saust das echt ab. Ja. Das ist sehr krass. Und es ist immerhin ein Katamaran, deswegen liegt es auch gut im Wasser.
Ja, Lieben, wir sind hier fleißig am Erkunden. Wir suchen uns einen guten Spot für eine Base, aber ich glaube, das wäre, wenn wir Flugzeuge haben, viel besser. Hier kratzen wir nicht mal ansatzweise an der Oberfläche. Und ja, müssen wir mal gucken. Müssen nachher noch nach Hause finden. Pardon. Da war auch was Größeres hinter uns. Heimmäßiges. Okay. Im Notfall haben wir ja hier eine Mini-Insel. Boah! Scheibenkleister! Da ist es. Da ist es. Das macht Aua. Ja, okay. Das ist groß. Ja, ist dann wohl ein Megalodon. Navigier dann mal ein bisschen seichteres Wasser. Ja. Ist er noch hinter uns her? Ich sehe ihn nicht mehr. Das war meine Befürchtung, dass die Viecher die Flöße angreifen. Ja. Da gibt es ja noch andere größere Viecher als den. Schatz? Wir haben einen Mitfahrer. Wie cool. Kann man den Bären geben? Ich weiß es nicht. Du hast ihn verärgert. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe meinen Bogen weggelegt, das habe ich gemacht. Hey. Ich würde am liebsten hier jeden Quadratmillimeter erkunden. Okay, im Sneak-Modus natürlich, weil irgendwie alles dich auf dieser Insel kaputt machen will. Aber ich würde gerne alles erkunden. Was ich mich frage, ist der Giganotto überhaupt noch im Spiel? Oder wurde der benerft? Ich weiß es nicht. Weil würden wir dem jetzt so begegnen wie damals, dann hätten wir echt das Problem. Was ist das vor uns? Dinosaurier, glaube ich, oder? Oder ist es ein Langhals? Oh, Spino, ich bin weg. Oh. Also, der Giganotop, so wie damals, der würde hier durchs Wasser dreschen und uns verfolgen. Egal, wo wir hingehen. Na komm, fahren wir mal an die Insel. Ich spawnt jetzt hier kein Riesenvieh. So, angelandet. Ein kleiner Schritt für Nobody. Schwierig, ey. Kommst du mal hoch? Ups. Warum springst du? Aua. Ja. Langsam, nicht, dass du jetzt hier stirbst und spawnst wieder drüben. Immer schön langsam. Bin da schon oben. Ah, okay. Ihr Lieben, ihr konntet es euch vielleicht denken. Ja, da! Meine Frau hat unter sich gerade gekackt. Jetzt sehe ich den Haufen. Das ist geil. Man kann ihn nicht mehr aufheben, oder? Doch, ich habe ihn aufgehoben, Schatz. Lecker. Vielleicht. Warum ist...
So. Die Leiste wieder anders. So. Hab ich gerade mit Kacke beworfen. Ja, ich hab's gehört. Gut. Also, ihr konntet euch nicht denken, dass meine Frau gerade just kackt. Gut. Aber, dass wir jetzt hier sind, um abzumoderieren. Ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt ein bisschen über 3 Stunden. Das ist ein sehr, 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 sehr langes Special. Und ja, das Spiel verleitet einen dazu. Es macht richtig Spaß. Oder sehe ich das falsch? Nö, es ist wirklich so. Man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, in der Tat. Also, ich hätte jetzt schwören können, wir sind eine Stunde dran vielleicht. Und habe gedacht, wow, können wir noch ein bisschen... Hab mal geguckt. Naja. Es macht wirklich richtig, richtig Bock. Und deswegen, das können wir uns als Let's Play, oder? Genau. Schön. Macht auch immer Spaß, mit dir zu zocken. Deswegen genieße ich auch die Zeit, ja, wo wir zusammen zocken können. Auch besonders mal alleine. Das ist ja anders als wie noch mit einer Gruppe. Ne? Ja, richtig. Ja. Auch wenn wir jetzt sagen, wir holen uns dann einen Server, machen das als Community, sind wir doch ja meistens Zeit zu zweit unterwegs. Ne? Und wissen aber, es sind noch ein paar andere nette Menschen da. Da kann man ein bisschen Spaß haben. Gaudi, das ein oder andere Mal. Vielleicht mal so Wettbewerbe. Keine Ahnung. Mal sich gegenseitig helfen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber das hier genieße ich gerade auch, hier diesen Ausblick. Das ist so geil, die Grafik, Leute. Mein Traum. Also, nochmal. Herzlichen Dank an dich, mein Frauchen. Nicht dafür, Schatz. Ich spiele das gerne. Das Meister. Ja, aber nicht nur wegen Ark, wegen allem, Schatz. Du räumst mir ja die Zeit ein, dass ich Let's Plays machen kann. Ne? Ja, zugeben, ich habe sonst keine Hobbys, weil alles andere, Astronomie etc. pp. In der Stadt hat das keinen großen Sinn. Und aber trotzdem danke, dass du mich da unterstützt, auch mitmachst. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das zu schätzen, mein Frauchen. Alles gut, Schatz. Ich möchte mich natürlich auch an euch hier wenden, euch, ihr lieben Zuschauer. Ich gucke nach oben, ich kann euch ja nicht sehen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr jetzt über 500, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ihr seid. Es sind noch mal ein paar dazugekommen seit eben. Ich guck mal kurz, dass ich jetzt nicht lüge und euch den aktuellen Stand sage. Und zwar 551. Das ist krass. Das ist krass. Also viel, viel, viel herzlichen Dank, dass ihr dazugekommen seid oder dass ihr mir die Treue haltet. Es ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich. Wie gesagt, es ist angelegt als Hobby. Ne? Ich betreibe es als Hobby und nicht so, ich will euch nur stumpf unterhalten. Nein, es soll mir primär Spaß machen und natürlich auch meiner Frau und allen anderen Teilnehmenden, wenn wir das mal zusammen Let's Play, also together machen in der Gruppe. Spaß ist das Wichtigste daran. Ich will jetzt nicht ein Spiel spielen müssen oder spielen nur, ich muss ein Let's Play machen. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Ich will mir da selber treu bleiben. Wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß, stopp. Fange ich es nicht an oder lass es sein. Ich habe lange Zeit gebraucht. Helios, Kosmos und der Dude haben mich dann ein bisschen überredet. Wegen Monetarisieren. Wenn ich die 1000 schaffen sollte und monetarisieren kann, warum denn nicht? Es ändert sich nichts dabei. Außer, dass ich dann vielleicht hier oder da einen kleinen Obolus bekomme durch YouTube und das Geld dann in Spiele oder mein Setup, meine Hardware und Software etc. reinfließen lassen kann, was dann meinem Hobby und natürlich dem Let's Play euch zugute kommt. Ne? Deswegen, ich habe da lange Zeit gebraucht, weil ich will es einfach so nicht professionell machen. Klar, würde ich jetzt, keine Ahnung, wie viel zigtausend Abonnenten haben, könnte man sich überlegen, aber selbst dann, wie schon gesagt, ist es halt ein Risiko, weil das ist jetzt nichts gegen euch, aber wie schon Rammstein sang, der Mensch, der ist nur ein Augen... Entschuldigung. Das war wieder die Maus, die ist runtergefallen. Das macht sie auch in echt so. Und sagt, sagt dasselbe. So, wie dem auch sei, Menschen haben mal Launen, haben mal andere Geschmäcker und man muss sich auch auf etwas verlassen, wenn man sagt, man will sein täglich Brot damit verdienen. Ja? Deswegen, ich habe das nie, das Let's Play deshalb begonnen, weil ich wusste, ich will Familie haben, Familie bekommen. So, damals zum Zeitpunkt, als ich anfing, war mein Mäuschen schon so halb unterwegs. So, dann habe ich auch eine kleine, kurze Pause gemacht, als sie zur Welt kam, etc. pp. Und Familie hat da für mich Vorrang.
ich war jetzt 3 Jahre auch weg, auch wegen Familie und verschiedenen anderen Gründen. Und ich habe nicht die Illusion, wie ich schon so oft gesagt habe, ich weiß, ich wiederhole mich, aber man muss sich wiederholen, weil viele Mitstreiter, Mitspieler einem das nicht glauben. Es gibt Content Creator, wie das heute heißt, YouTuber wie Sand am Meer. Man darf da nicht die Illusion haben, der nächste Gronkh, PewDiePie oder Mr. Beast zu werden. Also die Chancen dafür sind astronomisch gering. Dann hat man, glaube ich, mehr Chancen, einmal im Lotto zu gewinnen, also einen Jackpot zu knacken oder 2-3 Mal hintereinander, glaube ich. So. Ich sollte Lotto tippen, erinnere mich dran, Frau. Ich bin da Realist. Wenn mehr Leute dazukommen, ist es großartig. Und falls eines Tages ausreichend da sind, dass ich das hier professionell machen kann, okay, warum nicht? Aber ich muss dann auch wirklich abwägen, ist es das wert? Weil ich will nicht das Wohl meiner Familie riskieren. Ne? Das geht immer vor. Und wenn ich mich da jetzt zigmal drüber wiederholen muss, ist es halt nur, um euch zu erklären, weil es kommen auch immer viele neue dazu, wie jetzt, weshalb auch das Special stattfindet. Und wie gesagt, das sind die Faktoren, die am wichtigsten sind. Spaß, Familie kommt noch davor, Arbeit natürlich auch, weil ohne Arbeit könnte ich mir das ja nicht leisten. Und es muss halt Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, kann man es gleich in die Tonne treten. Ich will jetzt nicht einfach nur um Klicks und Fame und weiß ich was, irgendwelche Hirngespinster jetzt irgendeine Let's Play machen. Ihr habt es gesehen, bei Minecraft, da war die Luft raus. Ich habe dann erstmal pausiert. Irgendwann werde ich das bestimmt nochmal machen. Ne? Dann brauche ich die Lust dran am Spiel. So. Und mit Raft würde es dann noch weitergehen. Glaube ich, würden wir da auch noch weitermachen. Ne? Weil so weit wie jetzt waren wir doch nie in der ersten Season. Ne? Wir können es halt auch, wie gesagt, nur zocken, wenn Zeit ist. So. Und mit Ark ist es dasselbe. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir immer zusammen spielen können. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere Folge mit mir alleine. Das wäre schade, aber schauen wir mal. Also nochmal, danke mein Frauchen, vielen Dank ihr lieben Zuschauer, auch danke an alle Mitspieler, die mitgemacht haben. Wie ich auch euch gesagt habe, das Wichtigste für mich ist Spaß am Spiel. Ich weiß, in der Gruppe redet man mal viel untereinander und hört dann doch nichts, ne? Da hat man Valheim oft gesehen, wenn viele reden, ne? Dann können lustige, aber auch ein bisschen nervige Situationen entstehen. Aber das gehört dazu. So. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende einer doch etwas längeren Special-Folge angelangt. Und ich habe, glaube ich, jetzt 8 Minuten lang geschwafelt. Und ihr seid froh, wenn ich endlich ruhig bin mit dem bla 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 bla. Habe ich da jetzt ein Oh ja gehört? Nö. Ah, okay. Nö, ich habe nichts gesagt. So, es passend zum Ende des Let's Plays zieht der Nebel auf. Jetzt sind wir gleich in Brigadoon. Das kennt heutzutage, glaube ich, keiner mehr. Der Nebel zieht auf. Ich glaube, alle 100 Jahre erscheint das Dorf und alle Menschen da sind unsterblich. Mhm. Why not? Okay. Würde ich hinziehen. Hat man seine Ruhe. Alles gut. Okay, ihr Lieben. Dann vielen, vielen tausend Dank nochmal. Bei der Gelegenheit sollte ich 1000 Abonnenten bekommen. Das habe ich auch schon mal reingeschrieben. Dann werde ich auch ein Special machen natürlich. Und es werden Spiele verlost. Ja. Ich werde dann noch mehr dazu bekannt geben. Das wird daraus hinauflaufen, dass ja dann, dass ich Fragen stelle betreffend eines Let's Plays oder mehrere Let's Plays. Und derjenige, wo alles richtig beantwortet, der gewinnt dann den Jackpot. Es werden wohl 3 Spiele sein, die ich verlose. 3 unterschiedliche Spiele. Oder vielleicht sogar DLCs zum schönen Spiel. Mal gucken. Und es ist die Sache wert auf jeden Fall. Aber bis dahin habe ich noch mal ungefähr das Doppelte an Abonnenten zu packen. Wenn ihr mich denn unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Abo, einem Daumen nach oben. Das hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, natürlich verpasst ihr nichts weiteres. Und jetzt würde ich sagen, moderierst du ab? Nee, mach du mal schön, Schatz. Okay. Das wäre eigentlich nur noch dann vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Euer Käppchen und euer Nobody. Ciao, tschüss. Tschüss.